Es ist der 1. März 2018, hier ist der Sendegarten. Ihr hört die Stimme von Martin Rützle. Und während höchste Gerichte des Landes entschieden haben, dass Dieselautos stinken und Herr Kachelmann immer noch dagegen wettert und sagt, eigentlich sind es ja die offenen Kaminfeuer, muss ich gestehen, dass wir am Wochenende auch eine offene Feuerstelle betrieben haben und alle Anwesenden in diesem Garten sind Augenzeugen. Und zu dem Kreis der Augenzeugen gehört heute der liebe Lars. Guten Abend, Lars. Hallöchen. Und der Sebastian. Guten Abend, Sebastian. Guten Abend zusammen. Und da wir ja befangen sind, weil wir sind ja Gärtner und so weiter, haben wir uns natürlich auch eine neutrale Beobachterin in den Garten geholt. Und wir begrüßen ganz herzlich die Judith. Guten Abend, Judith. Hallo, guten Abend. Klär doch mal unsere Hörerinnen und Hörer auf, was haben wir denn mit der offenen Feuerstelle am Wochenende gemacht? Reichlich Feuerholz nachgelegt und uns aufgewärmt, weil wir häufig draußen herumgeschwirrt sind. Draußen war in dem Fall das Gelände des diesjährigen Podstock, das wir schon mal besichtigt haben, um zu gucken, wie es denn vor Ort aussieht, um auszumessen das Gelände, um die Räumlichkeiten mal Probe zu legen. Und ja. Das klingt gut. Hast du Probe gelegen in Räumlichkeiten? Ja, waren ja, Räumlichkeiten genehm? Ja, doch. Es war nirgends so kuschelig warm wie eben vor dem offenen Feuer. Das stimmt, aber ja, ich denke, da kann man es aushalten, oder? Was sagt ihr? Was sagt der Lars dazu? Hast du das genossen, das Feuer? Oh ja, sehr. Es roch zwar alles danach ein bisschen, die Klamotten nach ein bisschen nach Qualm und so, aber so da sitzen war der wärmste Bereich in der ganzen Umgebung. Ich fand's gemütlich. Ja. Darf ich das mit dem bisschen nochmal hören? Ich habe die ganzen, also Mitreisende haben ja gesagt, man muss das ganze Zeug in die Waschmaschine stecken. Ich habe es aber dem Abend nicht mehr geschafft und musste am nächsten Tag in der Jacke dann nochmal durch die Gegend laufen. Und ich habe schon mich sehr zurückversetzt gefühlt, egal wo ich war. Das war schon sehr interessant. Aber schon, also es ist schon erstaunlich, wie also ein offenes Feuer dann doch so einen Raum erfüllen kann und auch die Herzen irgendwie oder die Kreisläufe erfüllen kann mit warmem Blut. Also jedes Mal, wenn man irgendwie total durchgefroren oder wieder reingelaufen ist, hat es ja kaum 3 Minuten gedauert, dann war man eigentlich wieder einigermaßen durchgeheizt. Das ist schon echt erstaunlich. War schon schön, also. Nur wenn dann, also wenn längere Zeit keiner das Fenster geöffnet hat, dann hatte ich tatsächlich so ein bisschen das Gefühl, da war doch was mit Kohlenmonoxid und man wird müde und mach doch mal lieber jemand die Tür auf ins Fenster. Und Gott sei Dank gab es ja immer jemanden, der darauf aufgepasst hat. Ja, der gut. Der Oberaufpasser ist ja Sebastian, genau. Erzähl mal was. Naja, also die Dicht, deswegen ist bei solchen alten Räumen ganz gut, dass die Dichtungen nicht so gut funktionieren, weil dann zieht immer ein bisschen Frischluft dadurch nach. Es kann da nicht so schlimm zu was werden. Also das hat man ja bei modernen Gebäuden sehr häufig, sehr schnell, dass wenn da noch irgendwie alte Heizkörper oder Thermen oder sowas sind, dass dann da sehr schnell Probleme entstehen, wenn dann Dichtungen nachträglich noch eingebaut werden. Ja, aber da mussten wir uns, glaube ich, da tatsächlich kaum Sorgen machen. Es gab genug Löcher in den Fenstern. macht jetzt aber Werbung fürs Haus. Ja, gut. Wir wollen es ja eigentlich vorwiegend im Sommer nutzen und hoffentlich wird es dann nicht minus 10 Grad. Nee, also mindestens mal plus 10. 10 das hatten wir ja zumindest in Sorschied auch. Ich wollte gerade sagen, das war 13 Grad, das war ja schon deutlich über dem Nullpunkt, ja.
für ein Sommer-Event vielleicht genau. Ein bisschen frisch, aber ansonsten. Sollten wir mal gerade erwähnen, ich glaube, wo wir überhaupt waren und warum wir da waren, wenn wir schon darüber sprechen, oder? Oh ja, weil wir, also es wird nicht umhin kommen, dass wir heute im Laufe des Abends ein paar Mal wieder auf dieses Thema zurückverfallen. Das ist ganz gut, wenn du vorher jetzt mal eine kleine Orientierung gibst. Genau, wir hatten uns am Wochenende, also wir heißt das Orga-Team, also diesjährige Orga-Team von Podstock, hat sich am Wochenende mal in der neuen Location getroffen, in der Kulturherberge. Ja, und das, da werden wir dann nachher nochmal ein bisschen, denke ich, drauf kommen und haben da eine schöne Zeit verlebt, um halt so die ersten, ja, um planen zu können, um Planungssicherheit zu haben, welche Baustellen es gibt dieses Jahr, die wir angehen müssen. Ja, immerhin, Event mit ungefähr 80 Personen. Ja, sind sogar mehr. Jetzt 88 Voranmeldungen. Da muss man schon mal gucken, kann man denen überall Schlafplatz anbieten und wie ist das mit dem Futter? Die wollen ja nicht hungrig da rumlaufen. Nichts ist ja unangenehmer als hungrige Gäste. Die werden ja richtig aufsässig dann. Das ist nicht gut. Ich glaube, Kai und TJ haben das schon im Griff, oder? Genau. Das habe ich auch das Gefühl. Jetzt habe ich das Gefühl auch, ja. Afur, man weiß es ja nicht. Wenn die Küche nicht funktioniert hätte, wenn die da reingegangen wären und gesagt haben, was ist denn das für eine Bruchbude, hier kann man ja gar nichts machen. Aber es war ja genau andersrum. Die sind reingegangen und man hatte das Gefühl, die waren schon immer da drin. Also es war ganz toll. Eben, die waren zufrieden, dann haben sie mich gleich auch noch so ein bisschen adoptiert, also ja. Ah, als was denn? Anscheinend hat's imponiert, dass ich ein Messer richtig rumhalten kann. Judith, wo hast du das denn gelernt? Ja, Selbstverteidigungsschule? Man tut, was man kann. Ja, also wir kommen da sicherlich im Querbeet noch mal drauf, aber vorher wollen wir uns mal ein bisschen mit der Judith beschäftigen. Das wird ganz spannend sein, glaube ich, die Judith mal so ein bisschen kennenzulernen. Ich kenne sie selber noch nicht so ganz genau. Also ich kann jetzt gar nicht so sehr aus dem Vollen schöpfen und immer so auf Bekanntes sozusagen verweisen. Aber bin selber sehr neugierig, was hier heute bei so herauskommt. Ich glaube, das sind wir alle. Bitte? Sind wir alle? Nee. Du auch? Oder was war das? Ja, auf jeden Fall. Ich habe es akustisch ja, nicht verstanden. Sind wir alle, sagte ich. Sind wir alle? Gut, dann ist gut. Ja, fangen wir erstmal an mit unserer neuen Ernte. Da ist wieder nicht so viel, aber das bisschen, was wir haben. Ah, diesmal will ich es nicht vergessen. Bevor wir zur neuen Ernte kommen, begrüße ich natürlich erstmal unsere lieben Live-Zuhörerinnen und Zuhörer und diejenigen, die im Chat sind. Und ich habe jetzt diesmal, was ich beim letzten Mal nicht gemacht habe, die Download-Zahlen rausgesucht. Und zwar die von der vorletzten. Wir sind ja heute in der Sendung 46 und in der 44 hatten wir 1055 Downloads nach der Podlove Analytics Statistik und in der 45, also in der letzten Sendung 1149. Also die Tausendergrenze haben wir in beiden Fällen wieder genommen. Herzlichen Dank an alle diese 1000, also an alle Menschen, die diese 1000 Downloads möglich gemacht haben. Jetzt habe ich es zum 100. Male falsch gesagt. Ich werde es nie lernen. So, kommen wir jetzt mal zur neuen Ernte. Was gibt's denn so? Wir haben eine Zusendung bekommen, die hat aber mit den blöden Schätzen zu tun. Deswegen kommen wir dazu ganz konkret mal später. Und das war so mit die einzige Zusendung. Aber ich habe die Gelegenheit genutzt, weil mir ja ein Hörer beim Wochenende über den Weg gelaufen ist, nämlich der Martin vom Metacast, habe ich ihn einfach mal mein Telefon, was ich kurzerhand zu einem Rekorder umfunktioniert hatte, es gibt ja so praktische Apps, gefragt, wie er denn eigentlich den Sendegarten hört. Denn wir hatten ja letztes Mal darüber gesprochen, wie souverän Hörerinnen und Hörer denn eigentlich mit dem Angebot umgehen. Und ich habe ja gesagt, ja, mach doch, was du willst damit. Nutze es nach deinem Gusto. Und der Martin hat das anscheinend sehr ernst genommen. Und er hat mir Folgendes erzählt. Ist da oben auch das Mikrofon oder spreche ich jetzt unten rein? Also hier ist doch das Loch, oder? Du hast da ein ganz das kleines, Loch. Ja, okay. Da nehmen wir das Loch. Ja, also da du beim Essen von mir jetzt wissen möchtest, wie genau ich den Sendegarten konsumiere, kann ich zu dir sagen, ich höre als erstes die Begrüßung. Wenn ich dann merke, dass der Gast kommt, überspringe ich den und gehe zu den weiteren Podcast-News. Und wenn ich denn an einem wunderschönen Nachmittag auf der Rückfahrt bin von der Firma, dann höre ich mir erst den Gast an. Raffiniert. Ja. Weil das ist so ein Podcast im Podcast.
Und das eine ist so Community-Info und das andere ist der Interview-Part. Und deswegen konsumiere ich den auf diese Art. Ganz großartig. Martin hat erkannt, dass es sich eigentlich um zwei Podcasts, also zwei verschiedene Formate in einem Format handelt und er hat das für sich so halt genutzt. Ganz großartig. Ich habe dann gefragt, ob das sozusagen das Pendant zur Machete Order von den Star Wars Folgen sein könnte, aber also das so explizit wollte er das dann nicht genannt wissen, aber das ist so seine Rückmeldung an uns. Könnt ihr das nachvollziehen, dass jemand den Sendegarten so stückelt? Sebastian, kannst du das verstehen? Ist natürlich schwierig. Für uns ist die Reihenfolge natürlich immer fix. Also, genau. Wir können sie schlecht Reihenfolge aufnehmen. Wir hatten ja am Anfang hatten wir die Setzlinge ja auch vorne. Wir haben ja dann tatsächlich geändert, weil wir das Gefühl hatten, unsere Gäste müssen immer viel zu lange warten, bis wir mit ihnen tatsächlich ins Gespräch kommen. Genau. Und dann haben wir den ganzen, wie Martin sagt, diesen ganzen Community-Kram mal nach hinten geschoben, bis auf das Geplänkel vorne weg, wo wir jetzt ja auch Zeit vergeuden und Judith nicht zu Wort kommen lassen. Und, du wirst schon wissen, warum. Nein. ich möchte immer nur, dass einer nach dem anderen redet. Es gibt so Podcast-Angebote, wo versucht wird, immer alle gleichzeitig zu reden. Da habe ich Schwierigkeiten mit dem Hören. Das komme ich nicht mit meinen Ohren. Jetzt habe ich mir komplett den Faden verloren. Aber ich glaube, die Frage war, könnt ihr das nachvollziehen? Und Sebastian hat gesagt, er hat eh keine andere Chance. Das müsste ja dann für Lars auch gelten. Gilt das für dich auch, Lars? Naja, so wenn wir live senden, ist die Reihenfolge ziemlich unveränderlich. Es sei denn, ich werde schlagartig sehr vergesslich und denke, wer redet denn da, wenn ich mir mal die Konserve anhöre. Aber ich habe so gerade so ein bisschen Kopfkino mit so einer zufälligen Abspielfolge wie bei Musikplayern im Podcatcher, der die Kapitel durchwürfelt. Man hört die Kapitel in zufälliger Reihenfolge. Oh ja, da gab es doch mal so eine schöne Geschichte, wo jemand das erzählt hat, dass er irgendwie ein Hörbuch gehört hat und es stand dann auf Shuffle-Modus und es gab überhaupt gar keinen Sinn. Und er dachte, das ist aber sehr, sehr moderne Literatur. Das war Shuffle-Modus. Ist von Christopher Nolan, was? Keine Ahnung. Und Judith, was sagst du denn zu diesem spontanen Statement von Martin? Also ich höre meistens Podcasts, wenn ich irgendwelche Dinge nebenbei mit den Händen mache, deswegen höre ich die auch in einem durch und käme jetzt auch nicht auf die Idee, da rumzuschaffeln oder vorzuspulen oder zurückzuspringen. Nö. Ich denke, ihr habt euch dabei was gedacht und deswegen konsumiere ich das dann auch in der richtigen Reihenfolge. Ja, was dabei gedacht, stimmt schon, aber ob wir das Richtige und für alle das Richtige gedacht haben. Ich finde das total gut, wenn jemand einfach sagt, ich nehme das so, wie es für mich gut ist und baue das mir halt so. Und insofern fand ich das sehr, sehr interessant und ja, nehmt euch nicht zurück. Macht mit dem Material, was ihr wollt. Also finde ich total richtig. Dafür sind ja Kapitelmarken da, ne? Also. Genau. Autonomes Hören. Okay, naja. Vielen Dank übrigens an den Martin. Das ist der Martin vom Metacast. Den kann man auch immer gerne hören. Mit dem zusammen zu sein macht großen Spaß. Und der war jetzt auch zum ersten Mal an so einem Wochenende da dabei. Und das war witzig. Wir wurden zu den Martinis gemacht, wir beiden. Also so betrunken waren wir aber gar nicht. Das stimmt. So, und dann ist noch eine Sache hier eingegangen in die Ernte, nämlich eine Audiopostkarte von einem Menschen, der hier auch schon mal Gast gewesen ist, in der Ausgabe Nummer 25 nämlich. Und ich rede von keinem geringeren als Travis J. Doe, den wir unter Podcast Nick kennen. Er hat uns eine Audiopostkarte geschickt. Hören wir mal rein. Hi, Sendegarten Guys, Travis hier. Grüße aus Kalifornien. Es ist jetzt eine Weile her, dass ich bei euch auf der Gartenbank war und ich wollte mich nochmal bei euch bedanken und... What? Judith is the guest? Now? Like, are Judith? This episode, she's there? Ach so, die Judith ist gerade da? Das ist ja toll. Dann kann ich ja eigentlich nichts besser machen. Gut... Dann.
Da hat er einfach die Flucht ergriffen, weil er es nicht besser machen kann als du, Judith. Genial. Und ist das nicht wunderschön? Das ist toll. Dankeschön, Travis. Dankeschön für diese wunderbare Audio. Ja, danke, Mensch. Das ist toll. Ganz toll. Also du hast irgendwas mit Travis zu tun. Das müssen wir gleich noch aufklären. Also da tun sich Kreuz- und Querverbindungen auf. Das macht neugierig. Und damit kommen wir auch schon auf die Gartenbank. Dann gucken wir uns nämlich dann die Judith mal im Detail an. Das klingt jetzt doof, ne? Nein. Ich krieg Angst. Lars, das Messer bitte. Mit der richtigen Seite nach vorne. Wir können über alles reden. Ja, ist schon gut. Aber nicht über 2 Minuten. Entschuldigung, liebe Hörerinnen und Hörer, die Pre-Show war etwas aus dem Ufer gelaufen und ich glaube, das schwappt noch ein bisschen nach hier. Wir müssen uns wieder einkriegen. Kommen wir erstmal auf die Gartenbank, dann wird's besser. Auf der Gartenbank sitzt die Judith, die hat einen Twitter-Handle, der heißt Meet Judith. Das ist so was wie eine Aufforderung, dich kennenzulernen. Ist das genauso gemeint oder warum heißt Meet Judith Meet Judith? Ja, genau so ist es gemeint. Ich meine, Twitter ist ja was, um andere Menschen kennenzulernen. So auch mich, wer das möchte. Und da dachte ich, weise ich doch mit meinem Twitter-Handle schon mal drauf hin. Genau. Weißt du noch, wann und aus welchem Anlass du mit Twitter begonnen hast? Ich habe 2013, glaube ich, war das, mir einen, habe ich zu bloggen angefangen. Oder war das schon 2011? Ist aber auf jeden Fall schon eine ganze Weile her. Und da habe ich dann, wie man es eben so tut, auch einen Facebook-Account und einen Twitter-Account dazu angelegt. Ich kann mich noch gut daran erinnern, dass ich damals mit Twitter irgendwie nicht so richtig warm geworden bin, so mit diesen ganzen kurzen Nachrichten. Und heute ist es allerdings genau andersrum. Da logge ich mich in Facebook ein, denke mir, oh, so bunt, so viel, so, ach, geh mir weg. Und ja, habe mich in Twitter eigentlich inzwischen ganz gut eingerichtet, eingelebt und da auch sehr viele sehr tolle Menschen kennengelernt, muss ich sagen. Kommen die zu dir und sagen, Judith, ich will dich kennenlernen, ich will dich mieten? Also so direkt hat es... Meet and Greet, nicht im Sinne von... Oh, es wird immer besser. Ja. Es wird nicht besser, nein. Ich hatte gerade einfach versucht, dich nicht falsch zu verstehen, aber gut, dass du selber drauf bist. Ja, also bevor mir das hinterher angekreidet wird, mache ich es lieber selber öffentlich, dass es so halt nicht gemeint gewesen ist. Ja. Also immer wenn ich mit Judith irgendwie gemeinsam am Mikrofon sitze, dann wird es irgendwie schlüpfrig. Ich weiß gar nicht, wie das kommt. Das ist sehr merkwürdig. Keine Ahnung. Merkwürdig. Ich war es gerade nicht aus Nein, das stimmt. Nein, das stimmt. Ja. Ich spiele an auf die Podstock, wie haben wir die genannt? Abschlussrunde, Orga-Show am Sonntagmorgen. Brunch-Show, glaube ich, ne? Brunch-Show 2017. Da hat uns Judith über wie nennt man das? Beruhigende Malen, Tängeln. Also ich wollte es jetzt umschreiben irgendwie, also so skizzieren mit einem Stift, man malt so vor sich hin, um innere Ruhe zu gewinnen. Und da, also obwohl es ja eigentlich eine sehr meditative Technik ist, wurde dieses Gespräch irgendwie sehr merkwürdig. Es lief. Also wir haben hinterher herzhaft gelacht, weil es vor Zweideutigkeiten irgendwie nur so sprudelte. Das war schon witzig. Aber zurück zu den nicht so zweideutigen Geschichten. Also, du wirst von Leuten auf Twitter angesprochen, die sagen, ich möchte dich gerne kennenlernen. Ich glaube, so explizit hat das noch keiner zu mir gesagt. Aber naja, man kommt mit Leuten ins Gespräch und mit manchen bleibt man dann ins Gespräch und andere ziehen dann weiter. So, quasi so wie im echten Leben. Mhm. Du bist Bloggerin geworden, entweder 2011 oder 2013, also schon eine Weile her. Was hat dich denn dazu getrieben,
so einen Internetblog aufzumachen, also quasi einen Podcast in Textform. Ja, wahrscheinlich der Umstand, dass ich damals Podcasts noch nicht kannte. Also sonst hätte ich den Schritt ja locker überspringen können. Nein, du hast ja dann ein Sendungsbewusstsein, egal auf welchem Medium, also du willst der Welt irgendwas mitteilen. Ist das? Ja, ich bin, glaube ich, ein ziemlich neugieriger, das Wort gefällt mir im Deutschen nicht, wissbegieriger Mensch. Ich lerne sehr gern neue Dinge und die teile ich dann auch gern mit anderen Menschen. Weil ja, wenn ich mir Wissen aneigne und mich in Dinge rein nörde in auf irgendeine Art und Weise, da kommt immer für mich sehr viel bei rüber und dann finde ich das einfach auch schön, wenn ich das irgendwie weitergeben kann und mit anderen Menschen teilen, wenn ich mir denke, das könnte denen auch irgendwie was bringen, sei es jetzt bei den Tangles, wo ich mir denke, ja Mensch, das ist für mich eigentlich eine tolle Methode, mich so ein bisschen zu entspannen und runterzukommen, dann mache ich da doch einen Workshop dazu, dass sich andere auch mal angucken können, ob das was für sie ist. Oder mit dem Blog, ich stricke, handarbeite ganz gerne, mache da, ja, probiere neue Sachen aus, starte Experimente und das, was ich mir dann da zusammenlese und ausprobiere, das teile ich dann eben auch gerne mit anderen Leuten. Das ist ein, ja, Sendungsbewusstsein, weiß ich jetzt gar nicht. Ich sehe das ähnlich wie du, das darf jeder nehmen und damit machen, was er oder sie möchte. Ich möchte es einfach nur zur Verfügung stellen und ein Angebot machen, weil ich meine Kenntnisse ja auch aus anderen Quellen habe, die mir wiederum weiterhelfen. Und so ist es ein Geben und ein Nehmen. Und ja, sollen doch alle was davon haben. Du könntest deine Freizeit ja auch leichter verbringen, als dass ich an so einen Rechner setzen, überlegen, wie baue ich da irgendeinen ein System auf, wie gestalte ich das, was nehme ich da für Themen und so weiter. Du kannst ja auch Modelleisenbahn bauen, das wäre jetzt weniger. Vielleicht hätte ich dann einen Modelleisenbahn-Blog. Ich weiß es nicht. Ach so, ja, natürlich. Wie konnte ich diesen Aspekt jetzt aus dem Augen verlieren? Natürlich. Ja. Klar. Machst du das beruflich, das Bloggen? Ich mache beruflich was mit Marketing und da ist Bloggen tatsächlich auch ein Teil dessen. Also die Website pflegen, Blogartikel schreiben, das Social Media betreuen, das gehört da alles auch mit dazu. Und das war tatsächlich auch ein Beweggrund, privat das Blog zu starten, weil ich mir dachte, okay, wie kann ich besser Dinge lernen, als dass ich sie tatsächlich selber tue und mich auch da ein bisschen reinarbeite, wie funktioniert das eigentlich alles, was muss ich tun, um dann in dieses Internet-TM zu kommen. Und ja, das waren so die zwei Beweggründe, die hauptsächlichen, warum ich dann angefangen habe. Genau. Erinnert mich gerade daran, dass früher die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber froh waren, wenn die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sich mit den neuen Techniken auseinandergesetzt haben, sich dann mal so ein bisschen Informationen und Umgang und so weiter aufgeschafft haben. Heute ist es eher so, dass sie sagen, lass die Finger davon, erzählt nicht zu viel, E-Mail und Facebook-Policies werden entwickelt, alles wird wieder zurückgefahren. Das ist ganz, ist irgendwie eine andere Zeit. Also du kommst auch noch aus dieser Zeit, wo das noch so ein vorsichtiges Herantasten gewesen ist? Ich denke doch. Also ich kann mich an Zeiten erinnern, wo man zu Hause kein Internet hatte, wo wir den ersten Computer hatten, wo die Disketten noch irgendwie sehr komische Größen hatten. Und heute Leute sagen, dis was? Wo ich irgendwie mein kleines Patenkind auf dem Arm hatte und das an der Wand versucht hatte, so auf dem Bilderrahmen hin und her zu swipen. Wo ich mir denke, okay, das ist jetzt eine ganz andere Generation. Aber so muss da jeder seinen Platz finden und sich mitentwickeln, denke ich.
Sehr witzig, sehr witzig. Wann hast du denn so den ersten Kontakt mit Computern überhaupt gehabt? Also wenn man dir zuhört, genau zuhört, dann hat man das Gefühl, du bist eine ziemlich erfahrene Userin oder vielleicht sogar mehr. Vielleicht bist du sogar Entwicklerin, weiß ich gar nicht. Das müssen wir noch rauskriegen. Aber wann hast du so den ersten Kontakt gehabt? Das war irgendwann in den, ich denke so Mitte der 90er ungefähr. Ah, war schon sehr früh. Und in welchem Zusammenhang dann? Schon auf der Arbeit oder irgendwie anders? Mitte der 90er, gut, da war jetzt mit Arbeit noch nicht so viel. Also ich bin 34. Da hatte ich damals noch ein bisschen hin. Wir hatten dann zu Hause, wir hatten einen Bekannten, der an der Uni arbeitet, und der hatte natürlich sehr viel früher Computer als so vielleicht der Rest der Welt. Und so sind eben nach und nach so gebrauchte, ausrangierte Modelle dann mal bei uns gelandet. Und so bin ich da dann zum ersten Mal damit in Berührung gekommen und war dann als Jugendliche, gab's an der Fachhochschule, dort wo ich herkomme, ein Computer-Clubhaus, so eine quasi Einrichtung mit, ja, sozialpädagogischer Betreuung, wo man eben als Jugendlicher so, ja, sich dieses ganze Computerthema hat aneignen können, wo damals noch hier der Internet Explorer Alta Vista hieß oder so irgendwie, also sehr wild. Und dann war ich da, habe mich da so ein bisschen reingearbeitet, bin dann selber quasi irgendwie so ein bisschen Mentorin geworden für dann die Jüngeren, die dann danach gekommen sind. Also das ist ein, ich bin jetzt keine Entwicklerin oder Programmiererin, aber das ist doch ein Thema, das irgendwie schon sehr, sehr lange zu mir gehört und das ich, denke ich, auch einigermaßen intensiv nutze, sowohl beruflich als auch privat. Was waren so, also es gibt das Klischee, dass Computer was für Jungs sind und andere Dinge eher was für Mädchen und so weiter. Aber jetzt bist du ein Mädchen und erzählst davon, dass du ganz früh in die Computerkiste sozusagen geguckt hast. Bist du ein, hast du dieses Klischee überwunden, so wie wir das alle überwinden sollten? Oder ich versuche das jetzt in Worte zu kleiden, die nicht so doof sind, wie sie sich anhören. Hast du dich schon immer für Technik interessiert? Für gewisse Aspekte. Das ist eine Scheißfrage, aber ja. Nur, also für gewisse Aspekte von Technik auf jeden Fall. Für andere fehlt mir dann so irgendwie die große Begeisterung. Wir hatten das Thema neulich, als der Tesla seine Reise ins All antrat, wo ich dann da saß und sagte, ja, es ist schön, ich erkenne an, es ist eine wirklich herausragende technische Leistung. Ich sehe, da haben jede Menge Leute jede Menge Hirnschmalz rein investiert. Aber so die große, überbordende Begeisterung, okay, ich sehe auch, es ist ein historischer Moment, ich weiß das alles irgendwie, ich kann das wertschätzen, aber so richtig Begeisterung ist das nicht, muss ich zugeben. Okay, dein Leben wäre nicht leerer, wenn du das nicht hättest, sozusagen. Vermutlich, ja. Du hast gerade so ein bisschen angedeutet, dass du das mit dem Computer und dem Bloggen auch beruflich machst. Magst du zumindest die Branche nennen, in der du arbeitest, oder kannst du sogar etwas mehr von deiner Arbeit erzählen? Die Branche, in der ich arbeite, hat tatsächlich auch was Technisches. Ich arbeite bei einem Dienstleister für Digitalisierung, also der dein ganzes Papier in formschöne Dateien verpackt, die du dann in deinem virtuellen Aktenschrank ablegen kannst, um deinen Schreibtisch etwas freier zu haben, oder bei dem du auch deine ganzen Papierakten, die ja doch relativ viel Platz wegnehmen,
einlagern kannst, sehr sicher einlagern kannst. Meistens brauchst du die dann ja gar nicht mehr, bis irgendwie in 10 Jahren oder so die Aufbewahrungsfristen abgelaufen sind und man die dann datenschutzkonform natürlich entsorgen kann. Aber bis dahin können die dann da eben lagern und du könntest dann auch noch darauf zugreifen, hättest dann so einen On-Demand-Zugriffsservice, wenn du das brauchen würdest oder wollen würdest. Das heißt, du ermöglichst den Menschen den Traum vom papierlosen Büro zu träumen? Ja, also ich tue im Marketingmäßig meinen Teil dazu. Obwohl ich dazu zugeben muss, dass da bin ich selber ein bisschen zwiestältig, weil privat ich Papier sehr, sehr gerne mag. Okay. Ich bin irgendwie wie lebst du mit dem Konflikt? Es ist für mich kein richtiger Konflikt, weil ich sage einfach, ich bin in beiden Welten zu Hause. Ich mag Bücher unglaublich gerne. Ich mag die Haptik. Ich mag Bücher umblättern. Ich mag, wie sie riechen. Ich mag sie lesen. Ich mag einen ganzen Schrank voller Bücher zu Hause stehen zu haben. Oder einer wäre untertrieben. Ich lese sehr, sehr gerne. Ich umgebe mich gern mit Papier. Aber es ist doch so, dass ich auch in vielen Aspekten des täglichen Lebens einfach digital unterwegs bin. Ich finde, das hat je nachdem einfach beides seine Berechtigung. Hast du für dich da eine saubere Trennlinie gefunden? Also ich frage jetzt tatsächlich mit echter Neugier, weil ich persönlich auf einer ständigen Eierei unterwegs bin. Also ich merke, dass es mir hilft, Dinge mit dem Stift auf ein Blatt Papier zu schreiben, weil es dann durch diese Handbewegung irgendwie eher in mein Hirn geht. Wenn ich schwierige Texte verstehen will, kann es sogar sein, dass ich anfange, sie abzuschreiben, damit sie in mein Gehirn gehen. Oder so Skizzen oder manchmal auch einfach To-Do-Listen mache ich manchmal lieber auf Papier. Aber praktischer ist es natürlich, wenn sie dann geräteübergreifend von verschiedenen Stellen aus an einer Stelle zusammengetragen werden. Also wenn ich eine To-Do-Liste hier zu Hause am Schreibtisch schreibe, dann fehlt sie mir natürlich im Büro. Habe ich da eine, fehlt sie mir zu Hause und so weiter. Und ich eier da immer wieder herum, finde für mich noch keine gute tragfähige Lösung. Hast du für dich eine gute Lösung gefunden? Also beruflich habe ich tatsächlich ein großes, ein DIN A4 Notizbuch, in das ich Dinge reinschreibe. So mache wie du, ich mache mir Notizen. Ich finde, das ist auch ein ganz anderer Zusammenhang irgendwie zwischen, ja, so ein ganz anderer Fluss, wenn man denkt und schreibt, als wenn man tippt und schreibt. Ich kann das jetzt auch gar nicht so richtig in Worte fassen. Ich kann mir auch Dinge besser merken, wenn ich sie mir aufschreibe. Ich habe dieses Notizbuch, mach mir darin meine Notizen, hab das dann eigentlich auch immer überall dabei. Ja, und übertrag dann die Dinge häufig dann doch in irgendwelche Dokumente und Listen. Also an manchen Stellen ist es ein bisschen, möchte man vielleicht einwenden, ein bisschen ineffizient. Man könnte das besser und leichter lösen, wenn man das nur eintippen würde. Aber das ist auch nicht so richtig mein Weg. Privat bin ich tatsächlich so, dass die Einkaufszettel auf Papier landen und kreative Dinge ihren Platz in Notizbüchern finden. Also sei es jetzt irgendwelche Tangles oder irgendwelche Ideen für Geschichten oder andere Sachen. Das mache ich sehr gerne mit der Hand. Aber sonst tippe ich die Listen gerne oder hab die Sachen am liebsten digital. Ja, meine gut, wenn du so einen Blog betreibst, dann hast du natürlich auch, das schreibst du ja auch im Wesentlichen über ein Keyboard irgendwas richtig, auf den Blogseiten genau. Drauf. Ne? Ja, klar. Aber du gestaltest dann auch Bilder und da sind halt Bilder drauf von Sachen, die du selber gemacht hast. Mhm. Erzähl uns doch mal ein bisschen von dem Inhalt deines Blogs. Du hast ja gerade sowas angedeutet von Handarbeiten oder so oder Büchern. Stellst du dein Leben dar oder was? Deine Modelleisenbahn ist es nicht, das haben wir gerade geklärt. Aber wenn, dann ja, genau. Was ist da zu sehen auf deinem Blog? Ich hatte ja gesagt ursprünglich, dass
dass ich das auch angefangen habe, um einfach mir anzueignen, wie das funktioniert. Und dann saß ich da und hab nach einem Thema gesucht und dachte mir, okay, nimmst du doch dein Hobby, nimmst du Handarbeiten. Ich stricke ganz gerne, weil das eben auch das entspannt. Es ist ein toller Ausgleich eben zu der vielen Arbeit mit dem Kopf oder an der Tastatur. Man kann das nebenher machen. Es ist eigentlich, wenn man sich kleinere Projekte mitnimmt, kann man das auch so ziemlich überall machen. Irgendwie sei es im Wartezimmer, sei es im Zug, sei es egal wo. Und dann habe ich gedacht, ja, dann fängst du doch an, einfach darüber, über deine Projekte zu erzählen, was du denn so handarbeitstechnisch machst. Und ja, natürlich ist da dann auch immer so ein bisschen Leben mit drin. Das Hobby funktioniert ja nie losgelöst von deinem Leben, sondern ist Teil davon. Und ja, so ist das gekommen. Und seit eben 2013 hat sich dann doch auch mein Fokus etwas verschoben, sich meine Hobbys geändert. Podcasten und Stricken geht jetzt für mich eher schwierig zusammen. Also es sei denn, ich konsumiere einfach nur Podcasts höre sie. Deswegen, ja, gab es jetzt auf dem Blog auch irgendwie schon länger nichts mehr, was ich eigentlich mal wieder ändern müsste, was ich mir öfter denke. Aber ja, ich glaube, wir haben alle so unsere Baustellen, wo wir uns denken, oh, das sollte ich. Nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Bin ich weiß gar nicht, wovon Sie sprechen. Keine Ahnung. Ja. Ja, klar. Ja, ja. Bevor wir zu dem 2013 und Hobby verschoben, geändert kommen, nur mal ganz, ganz kurz zurück, so ein Handarbeitsblog. Wir hatten ja mal die Monika André hier, die hat uns damals von Revelry berichtet. Das ist so ein Netzwerk von handarbeitsbegeisterten Menschen. Und die, ja, die ich sag immer das auch, Facebook für Stricker. Okay, für Strickherr. Okay. Strickende Menschen, ja. Ja, ja. Also das klingt ja so ein bisschen abwertend, weil du ja vorher auch gesagt hast, mit Facebook bin ich nicht mehr so warm. Nö, das ist tatsächlich vollkommen wertfrei gemeint, einfach nur als Funktionsbezeichnung. Es ist eine Community für Strickende. Fühlst du dich dieser Community zugehörig? Machst du auch diese lustigen Wettkämpfe mit, da irgendwie während der Tour de France da irgend so ein Projekt zu machen, jeden Tag irgendwie eine Etappe und so? Ich fand das ja total witzig, was die da damals sich ausgedacht haben. Die Tour de Fleece? Ja, das. Genau. Hast du mitgemacht? Hab ich schon gelegentlich mal, ja, tatsächlich. Ich habe hier auch ein Spinnrad stehen. Ach, aber guck mal. Ja. Ja, das ist ja im Prinzip die Tour de Fleece, dass du da während der jeder Tour-Etappe der Tour de France, die gefahren wird, ein Stück spinnst jeden Tag an jedem Tourtag, um dann am Ende quasi eine fertige Wolle zu haben, die du dann selber verstricken kannst oder ja, was total toll ist. Also so wirklich einmal diesen Prozess zu haben, so vom Schaf bis zum fertigen Kleidungsstück. Das habe ich mal gemacht, einfach weil mich das interessiert hat. Das hat schon was für sich. Also das ist dann auch echt was Besonderes, was du dann in Ehren hältst. Wie hast du das denn angefangen? Hast du erst überlegt, was du haben möchtest? Was weiß ich, einen bodenlangen gestrickten Mantel? Da muss das Schaf besonders groß sein, weil du ja viel Wolle brauchst. Oder hast du das Schaf genommen und dann gesagt, ah, okay, das reicht jetzt für eine Mütze? Oder so. Das hat damit angefangen, dass ich geschorene Schafwolle bekommen habe. Halt irgendwie so ein Beutel voll. Dann habe ich das gewaschen, gereinigt, was übrigens, also kann ich nicht empfehlen, ist nicht schön, wirklich nicht. Dann die
dann ist das ja alles so ein bisschen zerzaust und verfilzt. Dann muss man das, musst du das kardieren, also mit so Kämmen quasi die Fasern alle so hinbringen, dass die alle in einer Richtung liegen, dass du die dann anschließend an deinem Spinnrad zu Fäden verspinnen kannst. Diese mehrere Fäden nimmst du dann und verzwirnst sie zu einem fertigen Garn. Da gibt's verschiedene Techniken, verschiedene Möglichkeiten, verschiedene Anzahlen von Fäden. Also jeder einzelne Schritt, da kannst du dich dann nochmal beliebig drin vertiefen. Ich habe dann diese Wolle genommen und hab sie gefärbt mit Ostereierfarben im Backofen und hab das dann verstrickt. Und es sind dann so Handstulpen geworden am Ende. Also ich hatte dann die fertige Wolle und hab mir überlegt, was kann ich jetzt mit der Menge fertiger Wolle, die ich da habe, was kann ich denn damit tun? Mhm. Und dann sind die Stulpen da rausgekommen. Und die hältst du auch in Ehren. Ja. Die hast du heute auch bei der Kälte jetzt an. Nö, das jetzt nicht gerade, aber ja. Und andere Projekte, die du in deinem Blog so beschrieben hast, war das dann eher so, ich nehme mir vor, ich mache einen Pullover mit besonderem Muster. Was gibt's so? Norweger Muster oder so, kenne ich irgendwie vom Namen her. Dass man, also, oder so Trachtengeschichten mit so Flechtwerk irgendwie drin oder so. Das ist ja auch beliebig kompliziert. Zu Hause, als ich Kind war, wurde auch sehr viel gehandarbeitet von meiner Mutter. Und da habe ich ziemlich viel gesehen, wie kompliziert das sein kann. Und ich habe mich mal gefragt, wie man mit so vielen Nadeln gleichzeitig irgendwie umgehen kann und trotzdem diese Gleichmäßigkeit irgendwie dabei rausbekommt. Habe ich nie verstanden. Aber die war toll, damit konnte die richtig gut. Du hast dir quasi ein Thema gesetzt. Was weiß ich, Norweger Pulli, und dann hast du das dokumentiert. Erste Reihe, zweite Reihe, Vorderteil, Rückenteil, wie nähe ich das zusammen und so? Ich lege da meistens eher dann den Schwerpunkt auf einfach gewisse Aspekte. Es würde, glaube ich, niemandem wirklich was bringen, wenn ich da jetzt zu jeder Reihe irgendwas sagen würde, sondern einfach Norweger Muster strickst du ja mit mehreren Farben gleichzeitig. Und da ist zum Beispiel eine Schwierigkeit, wie wickelst du dir die Fäden um die Finger, dass du dir nicht entweder wahlweise... dass die Finger nicht abfallen, genau, ja. Ja, richtig, genau, wahlweise die Finger abfallen oder du dich bei jeder Masche verknotest und das dann am Ende mehr in wüstes Fluchen endet als in irgendwas Brauchbares zum Anziehen. Und das sind so immer die Sachen, wo ich dann den Fokus drauf lege, zu sagen, ja, die Tipps, die haben mir geholfen, die könnte ich jetzt weitergeben. Oder irgendwelche Dinge, irgendwelche schönen Bücher, wo es tolle Muster drin hat, oder irgendwelche Anleitungen, die ich gerne gestrickt habe. Zum Beispiel, ich habe mal so eine Star Wars Mütze gestrickt. Was? So eine Star Wars Mütze? Was ist das? Ja, halt einfach so eine Mütze mit im Prinzip Norweger Muster, also im Norweger Muster mit Laserschwertern, X-Fightern, halt Motiven aus dem Star Wars Universum drauf, was man halt so braucht. Also Stricken kann ja auch cool sein. Das ist ja nicht nur so. Allerdings. Ja. Okay, nicht nur so verstaubt, ja. Und das, darüber bin ich dann auch tatsächlich über den, weil du es vorher erwähnt hast, über den Podcast von der Monika gestolpert. Und das war dann so einer meiner ersten Podcast-Erfahrungen, die so Podcasts aus dem DIY-Sektor einfach. Also darüber hast du das Medium kennengelernt, die genau, gesprochene darüber Sprache ich das und Medium, nicht die geschriebene Sprache. Richtig, darüber habe ich das Medium Podcast
kennengelernt und habe dann da ihr Podcast gehört und habe dann geguckt, oh, was gibt's denn da sonst noch? Bin dann irgendwann bei Hoxilla gelandet und ja, von da aus gab's eigentlich keine Entrinnen mehr. Was hat den Funken da in dir so entfacht? Ich meine, die Freundin des Buches, die du gerade beschrieben hast, ja, ich liebe das Anfassen, das Blättern, das Riechen der Seiten und dann kommt da sowas, so ein Audio, das setzt dir halt so einen Kopfhörer auf, technisch eher, was ist, also diese ästhetische Empfindung eines Buches, die hast du ja beim Audio hören jetzt nicht so. Was ist da das, was die es lässt sich sehr, sehr gut kombinieren mit vielen Alltagstätigkeiten, die jetzt vielleicht nicht so erfüllend sind. Wo man wohl ein Buch in der Hand stören würde. Also gleichzeitig, was ja, macht man denn so im Alltag? Irgendwas wegräumen oder Küchen Spülmaschine ein- oder ausräumen mit einem Buch in der Hand ist schwierig. Ne? Ist schwierig, deswegen gibt es von mir auch immer, was ich quasi Podcast höre, während ich bügle zum Beispiel. Und ja, genau. Und so bin ich da dann eben drauf gekommen und bin da so auf immer mehr Formate aufmerksam geworden und habe ich dann doch dieses Twitter für mich entdeckt, weil ja die viele Podcaster dann doch auch auf Twitter unterwegs sind. Und also das dann war schon, also nach der, also wenn man sagt, es gibt eine bloggende Judith und eine podcastende Judith und das ist so ein zeitlicher Veränderung. Das ist so eine zeitliche Abfolge, ja. Ja, genau. Dann ist Twitter bei der podcastenden Judith entstanden? Twitter hat die bloggende Judith natürlich benutzt, quasi um ihre Artikel ja ein bisschen unters Volk zu streuen, zu verteilen, hat das aber mehr als Werkzeug genutzt und weniger als Kommunikationsmittel. Das hat sich dann bei der Podcast-hörenden Judith verändert in eben in Richtung Kommunikationsmittel und ja, dabei ist es dann eigentlich geblieben. Inzwischen bist du aber Teil dieser Community irgendwie. Also ich habe dich ja jetzt auch schon an mehreren Stellen in lebendig vor mir stehen gesehen. Wie bist du denn dann da reingerutscht sozusagen in dieses Real-World-Podcasterinnen-Dasein? Das war zum einen natürlich das ganz großartige Puerto Partida, wo ich dann irgendwann vor 2 Jahren mal auf einem HörerInnen-Treffen an der Subscribe eben aufgeschlagen bin, wo ich dann, glaube ich, zum ersten Mal so Menschen aus diesem Twitter live und in Farbe gesehen habe. Also natürlich den Johannes, ich erinnere mich an den Tim Süß, an den Fernsehmüll, an Udo, an Nina Apfelbeck. Ja, und ich denke, das war so ein langsames Wachsen an und mit dem Projekt. Ich habe mich dann ja natürlich auch, weil es mir so gut gefallen hat, dann selber eben bei Puerto Partida engagiert und habe dann vor 2 Jahren eben so ein bisschen verfolgt, wie ihr alle so das Podstock gefeiert habt auf Twitter als quasi das Event to be und habe mich dann aber selber so noch nicht so richtig getraut, weil ich mir dachte, oh, das sind alles Podcaster und du podcastest doch gar nicht, du bist nur Hörerin, was sollst du denn da? Das ist irgendwie nicht richtig. Ja, und dann war ich letztes Jahr zum ersten Mal auf dem Podstock und
Mir wurde irgendwie geweissagt, es würde nicht lange dauern, bis ich selber mit dem Podcasten anfangen würde. So war es dann auch. Ich verließ das Podstock und hatte gepodcastet. Ja, dann ja, aber du bist ja dann quasi Gast einer Sendung gewesen, oder? Gästin einer Sendung gewesen. Ich war zu Gast beim Raumpatrouille Orion Podcast und wurde nach dieser Sendung dann aber auch adoptiert als und habe jetzt ja die ganzen weiteren Folgen durfte ich dann als Teil des Teams dann mitgestalten. Aus Neugier gefragt, kanntest du diese Folge, die Serie Raumpatrouille Orion denn schon, bevor du da eingestiegen bist? Oder hast du dich dann da schlau gemacht, um mitreden zu können? Ich kannte einzelne Ausschnitte, aber ich kannte sie tatsächlich mehr vom Hören als vom Selbstanschauen. Allerdings war das dann so, dass ich dann gesagt habe, okay, ich gehe da jetzt nicht blank rein, sondern ich habe mir an diesem Tag die Folge, um die es dann ging, auch noch angeschaut. Mit Vorbereitung. Ja, tatsächlich. Also ich meine, das war irgendwie, ich glaube, am Samstagmorgen, als es dann darum ging, als dann das bis dato nur aus Herren bestehende Team beschloss, wir machen da heute Abend eine Sendung über eine Folge, die eigentlich, in der es um Männer und Frauen geht. Vielleicht sollten wir da auch mal noch eine Frau zu dem Thema befragen oder mit dabei haben. Und dann kam da irgendwer auf mich zu und meinte, wenn du was sagst, das klingt meistens irgendwie so, als hättest du irgendwie Hand und Fuß, willst du mit uns podcasten? So, was? Ja, okay, machen wir das. Ich habe mir die Folge angeguckt, wir haben gepodcastet und ja, ich habe das nicht bereut und ich denke die anderen auch nicht. Super. Das hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm, dass du bei der Raumpatrouille Orion mitgemacht hast. Nein. Ah, also siehst du so, mal. Ich meine Recherche. Klein, naja, gut, unauffällig. Ja, aber meine Recherche hat auch durch das Wochenende ein bisschen gelitten und die Folgen des Wochenendes. Also. Wir hatten es erst davon. Das ist irgendwie in meiner Erinnerung ist es so ein sehr kompakter, aber irgendwie auch in sich fließender eine Veranstaltung. Also ich könnte da jetzt keine zeitlichen Grenzen oder thematisch irgendwie irgendwas aufmachen, wann ich was, wo, wie getan habe. Ich weiß noch, dass ich schon währenddessen allein sehr erstaunt war, wie sich das zeitlich irgendwie alles in diesem Wochenende hat unterbringen lassen. Ich habe keine Ahnung, wie das im Einzelnen gegangen ist, aber es ist wohl so passiert. Du sprichst jetzt von dem Podstock 2017 oder 16? 16, bitte? 17. 17, also vom letzten. Ah, okay, jetzt habe ich vom letzten, ja. Ja, ja. Also von deinem ersten Besuch und wo man dir geweissagt hat und da ist auch gleich passiert und dann bist du auch Podcasterin geworden. So, richtig. Um die Klammer zuzumachen. Kannst du denn, ja, du sagst ja gerade schon, du hast keine, es ist so eine globale Erfahrung irgendwie, aber es sind ja immer mal wieder Leute da, die mit dem Gedanken spielen, soll ich mal bei so einem Wochenende teilnehmen oder nicht? Und viele kommen genau mit dem Gedanken, den du hast, was soll ich denn da? Das sind ja alles schon erfahrene Leute und ich komme da so als Nobody und die wollen mich wahrscheinlich gar nicht. Und alle geben sich, glaube ich, große Mühe, genau diesen Eindruck nicht zu aufkommen zu lassen. Aber wie hast du es denn? Wie hast du es denn empfunden? Kannst du dich noch an diese erste Stunde oder so erinnern, wie die Aufnahme war? Ich kann mich da sehr, sehr gut dran erinnern und weil ich mich dran erinnere, habe ich auch die Entscheidung getroffen, mich dieses Jahr eben mehr einzubringen, auch mit in die Organisation, weil
das für mich wirklich, es war ein bisschen wie nach Hause kommen. Ich bin da reingekommen und ich habe mich wohlgefühlt. Ich habe mich unter Menschen gefühlt, bei denen man einfach sein darf, bei denen sehr viele Dinge eigentlich ihre Berechtigung haben, die einen sehr, sehr schönen und angenehmen Umgang miteinander pflegen. Und das ist was ich sehr, sehr schätze an dieser Community. Und ich mich deswegen da auch noch mehr einbringen und beteiligen möchte. Ich habe mich vom ersten Moment wohlgefühlt. Und das ist was ich eigentlich auch jedem weitergeben kann, der sich überlegt, ja, soll ich da vielleicht mal vorbeikommen und mir das angucken? Sagen, ja, also es sind ganz tolle Menschen da. Es ist eine schöne Art der Wertschätzung, egal ob du jetzt podcastest oder ob du Hörer bist, weil es gibt in dem Zusammenhang, finde ich, kein nur Hörer. Weil was wäre ein Podcast ohne Hörerinnen und Hörer? Jawohl, genau. Bräuchte man nicht machen. Also ist so. Deswegen finde ich, ist nur Hörer irgendwie, ja, ist auch verboten. Komisch. Nein, verboten natürlich nicht. Jeder darf da machen, wie man will. Aber ich würde auch immer sagen, nur Hörer gibt es eigentlich nicht. Also, ja, wenn, ja, ich frage dich und antworte selber, das ist falsch. Bitte. Ist doch auch spannend zu hören, was du darüber denkst, Martin. Ja, weil du bist ja die Gästin und nicht ich. Das stimmt. Nein, vor allen Dingen, ich frage mich auch immer wieder, was ist denn eigentlich dieses Faszinierende an dieser Art, an dieser Community? Nicht nur der Podstock-Community, aber auch hier Subscribe oder Kongress. Also da kommen ja halt immer irgendwie so Leute zusammen, die irgendwie so ein Spirit teilen. Mhm. Sicherlich auch nochmal mit unterschiedlichen Färbungen innerhalb dieser Community, aber so mit so einer mit so einem Grundverständnis des Zulassens von Dingen, wo an anderen Orten vielleicht die Nase gerümpft wird oder man einfach mal sagt, so, da wird aber mal eine gewisse Norm genommen und dann mal mit der Norm verglichen und dann erkennt man Abweichungen und das wird dann irgendwie thematisiert oder so. Und ich erlebe diese Community eher so, als wir pfeifen auf die Norm. Jeder macht seine eigene Norm und solange du ein anständiger Vogel bleibst und keinem anderen auf die Seele latscht oder zu nahe kommst, also körperlich oder seelisch zu nahe kommst, ist das erstmal völlig okay, was du da treibst. Ja, tob dich aus, mach was du willst, tu keinem weh und dann ist das auch okay so. Oder muss man nicht verstehen, was der Typ da tut, aber jo, ne? Soll er doch. Ist doch ja, okay. Genau, soll er doch. Ne? Und dass das keiner da ist, der mit dem Finger auf andere zeigt, das ist vollkommen, das haben wir ja auch am Wochenende wieder festgestellt, da kann dann mal locker jeder neben dem anderen sitzen, jeder mit seinem Smartphone oder anderem Mobile Device in der Hand und keiner sagt, jetzt leg doch mal das Ding weg. Ja, oder, das war wirklich eine schöne Szene, ja. Ja. Ja, in einem Bild auch schön exemplarisch festgehalten. Das ist sehr, sehr ikonisch, dieses Bild. Mhm. Na gut, also das war ja auch kurz das Thema, dass wir gesagt haben, also diese, es gibt, ich kenne es auch so aus Kollegenkreis, dass Leute dann sagen, ja, ach, diese Smartphones, die machen die Kommunikation ja kaputt, die reden ja gar nicht mehr miteinander. Fahr doch heute mal im Schulbus, früher war da immer Geschrei und Lärm und heute ist ja, jeder sitzt da und daddelt nur so vor sich hin. Das kann sein, aber ich kenne eben auch Situationen, wo das eben anders ist. Also in dieser Community, von der wir jetzt gerade sprechen, passiert das parallel. Also diese Medien werden genutzt, aber das heißt ja nicht, dass deswegen nicht mehr miteinander rumgeflaxt wird oder sich mal angeknufft wird oder also ich habe gerade gesagt mit der körperlichen Distanz, aber im Sinne von freundschaftlich irgendwie Umgang gehabt haben. Es geht zusammen, es ist gar kein Widerspruch. Also was uns häufig so in dieser Schwarz-Weiß-Malerei als unterschiedliche Pole und man muss sich für das eine oder das andere entscheiden oder so vorgegaukelt wird, man kann erleben, dass das auch alles zusammenpasst. Und das ist genau das, was ich eigentlich irgendwie persönlich daraus auch so mitnehme, zu erleben, dass Dinge, die mir andere Leute als unvereinbar eingebläut haben, durchaus vereinbar sind. Also da hat sich bei mir einfach so ein
wie soll man sagen, so ein Blickwinkel total erweitert. So für mich. Jetzt habe ich doch von mir erzählt. Du bist aber dran. Das, ich kann das so unterschreiben. Also das ist ja nicht nur so, dass dann jeder nur da sitzt und in sein hier mobiles Endgerät starrt. Man teilt ja dann durchaus auch mit dem Nebensitzenden jetzt irgendwelche witzigen Tweets oder irgendwelche Fotos und flackst dann über das, was möglicherweise zwei, drei Plätze weiter passiert. Für mich, das hat sich so verwoben, diese Welten, dass ich irgendwie echt Schwierigkeiten habe, zu sagen, ja, hier irgendwie die reale Welt und dieses Twitter ist ja gar nicht echt oder so, oder die Menschen da drin. Ich denke, dass man diese Perspektive eigentlich nur einnehmen kann, wenn man da nicht selber Teil davon ist, von draußen drauf guckt. Weil die Leute sind echt wie nur sonst noch irgendwas. Also und ja, ist doch so, oder? Ja, ja, natürlich. Die stehen dir genauso im Weg rum. Also das sind keine virtuelle Wesen, durch die man durchgehen kann, sondern wenn die da stehen, dann geht's halt nicht weiter, ist klar. Ne? Richtig. Und manchmal geht es dir auch auf den Keks. Also es ist ja nicht jede Handlung in Einfall, also insofern, dass man sagt, so, ja, ich bin jetzt genau damit einverstanden, dass hier in meinem Umfeld laut gelacht wird oder was weiß ich, ich versuche mich gerade zu konzentrieren und einen Tisch weiter wird der Kniffelbecher draufgehauen, wie du es kaum ertragen kannst oder so, ja. Aber jeder Jeck ist anders und die haben gerade ihren Spaß dabei und ja, wahrscheinlich in der nächsten Stunde mache ich irgendwas, was den anderen auf den Keks geht und da ist einfach Toleranz gefragt, so, ne? Richtig. Also ich kann dann in dem Moment kann ich auch nicht einfach muten und sagen, so, ich will das jetzt nicht mitbekommen. So, sondern das ist dann einfach da. Aber ja, also der Spirit ist schon so ein bisschen so, gucken, sich möglichst so zu verhalten, dass man den anderen irgendwie nicht zur Last fällt. So. Richtig. Klingt jetzt, ja, hängt natürlich auch, klingt ja wieder so nach Selbstzensur. Wenn man das ins Extreme treiben würde, wäre es dann, ne? Nicht so. Bitte? Nochmal? Also, ich empfinde das persönlich jetzt nicht so als Selbstzensur, weil der Punkt ist doch einfach, wenn du an die Sache irgendwie mit einem gewissen, gesunden Menschenverstand rangehst und sagst, okay, wie möchte ich, dass der Umgang mit mir gestaltet wird? Und wenn du dich dann auch so verhältst, dann wirst du zwar nie alle Konfliktherde ausschließen können, aber doch zu einem vernünftigen Miteinander zu kommen. Oder? Also, ich kann das, was ich mir für mich wünsche, als allgemeines Prinzip wünschen. Also dann sind wir ja bei diesem Kantschen Gedanken eigentlich. Es sieht gut aus. Und es fühlt sich auch vor allen Dingen gut an. Ja. Du solltest nicht dogmatisch drauf bestehen, denke ich, dass jetzt die Sachen, die für dich gut sind, auch automatisch für andere gelten. Aber ich rede jetzt einfach so von gewissen Grundsätzen. Du möchtest, schätze ich jetzt einfach mal nicht, dass dich irgendjemand beleidigt. Also tust du das auch nicht. Du willst vielleicht mal es ist vielleicht nicht unangenehm für dich, mal angeknufft zu werden, freundschaftlich, aber irgendwen anzurempeln ist jetzt irgendwie, muss nicht sein. So, von solchen Sachen rede ich, von einfach grundlegenden Dingen menschlichen Zusammenlebens und wo wir dann doch unterm Strich, so unterschiedlich wir in unseren Ausführungen dann letztendlich sind, dann doch ähnlich ticken. So bilde ich mir jetzt ein, oder? Also. Ja, es ist immer so ein bisschen Utopie erleben, so wie man sich eigentlich so eine Gesamtgesellschaft schon durchaus vorstellen könnte, also auch im größeren Stil, so dass jeder so ja, sein richtig. Stiefelchen ich machen kann irgendwie nett und in Ruhe gelassen und flauschig und sehr angenehm und ich hätte nicht mit dem Potstock Blues gerechnet.
der dann in der vollen Härte zugeschlagen hat letztes Jahr. Wie hat sich das geäußert? Naja, wenn du dann aus dieser Blase dann wieder draußen bist, in der ich mich sehr wohl gefühlt habe, ich nehme an, dir ist es nicht anders ergangen groß, könnte ich mir jetzt vorstellen. Ja. Und du dann da rauskommst und ja, die Dinge sind wie vorher und nicht unbedingt schön in alle Richtungen, dann habe ich mich dann doch schon gelegentlich mir gedacht, ach Mensch, jetzt wieder diese netten Potsdam-Menschen um mich rum, das wäre doch schon eine Sache. So diese Art des Umgangs, einfach mal ein bisschen nett zu den anderen zu sein. Aber ich meine, das ist was ich für mich schon versuche, auch in den Alltag zu transportieren. Das ist genau die Frage. Hat sich das für dich irgendwie auch, ja, hast du ein bisschen mitnehmen können, ein bisschen konservieren können, ein bisschen an andere Stellen exportieren können? Ja, ich denke schon. Also einfach grundlos nett zu den Leuten zu sein. Einfach so. Ja. Heute sind wir mal grundlos nett. Das ist gut. Gutes Motto. Grundlos, ja, genau. Freundlich, ja. Mich bei irgendwelchen, ja, Leuten bedanken, ihnen einen schönen Tag zu wünschen. Es tut mir nicht weh und es macht das Zusammenleben für alle schöner. Ja, das ist doch toll, wenn man da so einen Teil dazu tun kann. Sehr schön. Gut, das hatte ich jetzt also quasi ermuntert zu sagen, ich werde Podcasterin. Also dadurch, dass du da einfach angefragt wurdest an diesem Wochenende, was ja jetzt auch nicht so irre lang ist. Also es fängt irgendwie gar nicht freitags abends an, ne? Freitags nachmittags, ja, und geht dann bis Sonntagmittag. Also es ist jetzt, es ist von der reinen Stundenzahl überschaubar. Richtig. Aber wenn man hinterher zurückschaut, also ich kenne diesen Effekt auch, von dem du gerade gesprochen hast, dass man sich überlegt, boah, was ist denn hier alles eigentlich passiert? Ich habe das Gefühl, ich habe 1 Million Eindrücke mitgenommen und eigentlich mehr Eindrücke als Zeit überhaupt für diese Eindrücke gewesen ist. Also das ging mir jetzt an diesem Wochenende auch so, als wir dann am Sonntag da, das war ja erst Mittag, war 12 Uhr oder irgendwie sowas, waren wir dann fertig und ich dachte, boah, wir sind erst gestern, also vor 24 Stunden, irgendwie quasi hier angekommen und was da zwischendurch alles passiert ist und was man für Empfindungen haben konnte. Also genau diese, das hat mich auch wieder ziemlich geflasht. Wenn ich ansonsten dagegen halte, wie sonst manchmal Zeit ohne Impulse. Dahin schleicht, genau, sich wie Kaugummi ziehen kann, ist das dann doch irgendwie es war sehr intensiv. Das ist übrigens, habe ich festgestellt, mit diesem schrecklichen, vereinsamenden Twitter ja auch so ein Ding. Du hältst dich gar nicht mehr groß mit Smalltalk auf. Oder zumindest habe ich das an vielen Stellen nehme ich das so wahr, dadurch, dass du ja mit den Leuten die ganze Zeit verbunden bist und teilhaben kannst an ihrem Leben, kannst du irgendwie ganz anders in Gespräche einsteigen, nämlich einfach viel tiefer. Du musst dich gar nicht mehr erst irgendwie dir ein Update geben lassen, was jetzt die letzten 7 Wochen mit hier Hund, Katze, Maus, Haus und Meerschweinchen los war, sondern du weißt, was dem Meerschweinchen passiert ist, hast mitgekriegt, dass vielleicht, keine Ahnung, hier umgezogen, und kannst dann da direkt in die einzelnen Themen gehen, was dem Ganzen tatsächlich nochmal eine andere Tiefe, eine andere Intensität geben kann. Hab ich jetzt so für mich wahrgenommen. Also kann sein, dass das andere Leute anders empfinden und für ganz schrecklich oberflächlich halten, aber ja, das ich glaube genau zu wissen, was du meinst, und ich habe direkt Situationen
vor meinem, nicht geistigen, aber emotionalen Auge, wo ich auf Leute zugehe und einfach anknüpfe an den Tweet, den ich gerade zuletzt gelesen habe und einfach das Medium wechsle, also von der Mattscheibe zu dem Menschen aus Fleisch und Blut, aber genau das gleiche Thema und es geht einfach nahtlos weiter. Das ist wahrscheinlich etwas, was man Außenstehenden dann wirklich kaum vermitteln kann, irgendwie diese Nähe, die dann dadurch dieses kalte und doch sehr beliebige, also ich stelle mir meine Timeline ja selber zusammen, also ich habe dann auch meine Auswahl, ne? Dann doch irgendwie entsteht. Also. Aber ich verstehe genau, was du meinst. Und dann, dadurch kommt man natürlich auch viel schneller in intensivere Gespräche, weil eben diese Warmwerdephase, die entfällt ja mehr oder weniger. Was aber dann eine Hürde sein könnte für neue Menschen. Also wenn jetzt jemand neu dazukommt, den müsste man ja dann tatsächlich erstmal langsam abschnuppern. Wie ist denn der so drauf? Was macht er denn eigentlich? Und wie geht's denn deinem Meerschweinchen? Das ist ja... Und bist du in den letzten halben Jahr mal umgezogen und warum hast du davon nichts erzählt? Ja. Ist jetzt doch aber auch nicht so das Problem. Ich meine, das ist dann ja... Ja, warum denn nicht? Ich meine, ich find's auch immer interessant, neue Menschen kennenzulernen. Und klar, geht man mit denen dann anders um oder lernt sich langsam kennen, als man das jetzt vielleicht mit Menschen täte, die man zwar nicht jeden Tag sieht, aber die einen doch begleiten, trotz teilweise relativ weiter Entfernungen. Und ja. Das finde ich einfach auch das Schöne an eben diesem Internet. Ich meine, wenn ich mir denke, gerade das Podcast-Projekt mit Travis, wir hätten uns ohne dieses Twitter wären wir uns wahrscheinlich nie über den Weg gelaufen und jetzt podcasten wir meistens aus ganz verschiedenen Zeitzonen, aber freuen uns trotzdem zusammen, wenn irgendwelche Dinge klappen oder teilen Dinge, die eben auch nicht so gut funktionieren und tauschen uns aus. Da ist ein Ozean dazwischen, da sind mehrere Zeitzonen dazwischen, da sind mehrere tausend Kilometer dazwischen und da darf eine der Welten Menschen, wo man sagt, Mensch, toll, dass der da ist. Ja, da erzähl uns doch mal die Geschichte von dem gemeinsamen Projekt zwischen dir und Travis. Also Travis ist ja jemand, der bisher noch nicht beim Podstock gewesen ist. Den kannst du jetzt nicht da vor Ort irgendwie gesehen und getroffen haben. Der kann dich nicht einfach so angesprochen haben. Hast du nicht Lust, jetzt in der nächsten Stunde mit uns irgendwas zu machen? Wie ist denn da der Kontakt zustande gekommen? Gut, das Medium war Twitter, aber was war denn der Grund? Ich glaube, es war so, dass er im Umfeld von Mirko, vom Buddler und dem geheimen Kabinett immer wieder so Tweets aufgeploppt sind, dass ich mir dann irgendwann dachte, wer ist denn das? Der ist doch bestimmt interessant. Den möchte ich kennenlernen jetzt mal. So okay. Hier. Kommt ja auch vor. Ich sitze ja nicht nur da und mache das Angebot, dass man mich kennenlernen kann, sondern nehme ja auch andersrum die Freiheit, das zu tun. Und habe dann eben seine Shows gehört. Er wird jetzt sich gleich wieder beschweren und sagen, aber in der falschen Reihenfolge. Ja, richtig. Ich habe das inzwischen korrigiert. Und hab dann festgestellt, ja, er kommt nach Nürnberg. Also im letzten Herbst kam er dann nach Nürnberg, um da eine Show zu machen, Amerikaner für euch. Und da habe ich mir gedacht, okay, ja, wenn er jetzt schon über den Teich fliegt, dann nutze ich doch die Chance. Von hier aus ist es nicht so arg weit nach Nürnberg, um eben ihn da mal zu treffen. Mhm. Das lief dann relativ ungeplant so, dass wir aufeinander trafen und dann tatsächlich ein ganzes Wochenende miteinander verbracht haben am Ende und uns eigentlich von Anfang an sehr, sehr gut verstanden haben.
Ich warte die ganze Zeit, dass er jetzt reingrätscht und irgendwie sagt, stimmt doch gar nicht. Wir wissen, dass Travis im Chat ist, von daher nur für alle die vielleicht jetzt den Faden verloren haben, warum du von Travis sprichst. Also wir können hier mitlesen, was er möglicherweise schreibt. Er hört wohl auch zu, obwohl eben eine Zeitverschiebung da ist, aber er kriegt das irgendwie hin. Jetzt, bevor ich würde jetzt ganz gerne nochmal eben meine eigene Neugier befriedigen, weil du die erste Person bist, von der ich jetzt gehört habe, dass du persönlich bei dem Auftritt von Travis bei der Show dabei gewesen ist. Was hat er denn da eigentlich gemacht? Ich habe nur so ein Foto gesehen. Er hatte einen sehr ziemlich edlen Anzug an und es sah eher so ein bisschen aus, als wäre so ein Bankmitarbeiter uns jetzt einen Kredit verkaufen wollte oder so. Aber ich glaube, dass damit kann man Travis nicht charakterisieren. Also es war bestimmt was anderes. also Kredit hat er keinen verkauft. Er hat eine Amerikaner für euch Show gemacht, wie er sie eben ja auch in seinen Audioformaten macht. Also mit Kredit war da gar nichts. Ja, ich war auch erstaunt über dieses sehr sehr edle Outfit. Das hätte ich mir anders vorgestellt, aber erstens würde ich sagen, steht ihm total gut und zweitens, warum nicht? Kann man doch machen. Und ja, klar. So ja, gut, dann natürlich. hat er auf der Bühne einfach den Laden gerockt. Hat über seine Liebsten quasi Entertainer gesprochen und hat da einen sehr unterhaltsamen Abend gestaltet, hat dann auch gerappt tatsächlich und ja, also ich denke da gerne dran zurück, das war schon sehr, sehr schön. Das gibt's auch zumindest zum Teil als Video zum Anschauen. Aha, da muss man mal suchen. Hast du eine Ahnung, ja, wo man unter welchen Begriffen man gucken er hat könnte? Einen YouTube-Kanal, Amerikaner Podcastnik hat einen YouTube-Kanal. Auf diesem findet man auch das Video. Podcastnik, ich guck das gerade mal nebenan. Genau, Podcastnik Videos. Der Videokanal von Travis und da sollte man dann auch die einzelnen Videos finden. Genau hier über Don Rickles, Johnny Carson, Las Vegas und das Rat Pack hat er gesprochen eben bei seiner Show. Ja, aber also die Amerikaner für euch Folgen bauen sich ja so auf, dass er sich ein Thema nimmt und dann da quasi drumherum erzählt und die in den Audio Angeboten, da spricht er immer direkt den Hörer an, also der Hörer wird geduzt und du willst das doch wissen und hast du dir schon mal Gedanken gemacht darüber so und so, also er hat eine sehr direkte Ansprache, so hat er auch auf der Bühne agiert. Ja, ja, also das war im Prinzip für eine Show, nur einfach mit Bild und mit bisschen Video und ja, war schön. Doch, wie viele Leute waren ungefähr da? Hat mir wirklich gut gefallen. Wie viele Leute waren da? Oh, ich bin so schlecht im Schätzen. Ich würde sagen, irgendwas zwischen 30 und 50, sowas. Und weil du sagst, er hat den Laden gerockt, das heißt, die waren dann auch zufrieden. Die haben sich gefreut. Die waren zufrieden, die haben sich gefreut, ja. Es war auch schön, dann ist man danach noch auf so ein Bierchen rumgestanden und hat dann auch selber neue Kontakte geknüpft und hat dann ich zumindest Menschen, die auch in Bayern waren oder wohnen, kennengelernt. So live und in Farbe.
die ich tatsächlich nicht getroffen hätte, wenn Travis nicht über den großen Teich geflogen wäre, um da seine Show zu machen. Das ist schon irre, ne? Der Gedanke ist einfach irre, dass da jemand von Tausenden von Meilen oder Kilometern herkommt und dann bringt er halt Leute, die quasi ums Eck miteinander wohnen, irgendwie zusammen. Ja, das schon, genau. Das ist einfach schon schräg. Genau. Und also bist du einfach hingegangen und sagst, hello Travis, ach nee, der spricht ja Deutsch, hallo Travis, ich bin die Meet Judith und heute drehe ich den Spieß mal rum, ich möchte jetzt Meet Travis machen, wer bist denn du? Wie geht's deinem Meerschweinchen? Davor eben ja verabredet gehabt, irgendwie schon am Freitag, dass wir uns einfach kennenlernen und es sind dann da mit seinem Freund Pete, der hier den Bohemian Podcast macht und auch da war, sind wir dann in der Hotellobby rumgesessen, hatten sehr viel Spaß und einen schönen Abend und am nächsten Tag haben die beiden eine Tour gemacht mit einem englischsprachigen Blogger, der eben auch in Nürnberg liegt. Dann haben sie mich eingeladen mitzukommen und so war es dann im Prinzip, dass wir eigentlich das ganze Wochenende dann mehr oder weniger verbracht haben, uns dann auch so ein bisschen kennengelernt haben und festgestellt haben, ja, also so Geschichte ist schon so ein Ding, das uns verbindet und für das wir schon zusammen echt Leidenschaft aufbringen können. Was hast du denn für eine Beziehung zur Geschichte? Hast du das mal irgendwie so studientechnisch gemacht oder einfach eine normale Neugier? Ja, also du hast es schon mal studiert, Geschichte. Ja, genau. Also am Anfang hatte ich ja so diese normale Neugier. Ich habe mich schon immer für Geschichte interessiert, schon als Kind in der Schule und habe dann auch beschlossen, das zu studieren. Und ja, habe dann danach nicht so richtig viel damit machen können. Und habe mich da einfach halt privat damit weiter beschäftigt, weil ich das total spannend finde und war dann auch echt glücklich, als Travis dann eben eine Weile nach dem Nürnberg-Wochenende auf mich zukam und gesagt hat, ich mach dir ein Angebot, das du nicht ablehnen kannst. Ja. Das kann ich mir wirklich vorstellen. Ich hab's quasi, ich höre es eben quasi sagen. Herrlich, herrlich. Schön. Also weniger italienischer Akzent, mehr so ein bisschen amerikanisch, aber ich glaube. Mehr bayerisch. Er kommt ja mehr bayerisch, ja, ganz genau. Ja. Schön. Ja, und dann jetzt heute sagt er, die Judith, die hat die Geschichte. Nein, den Podcast Geschichte der Deutschen gerettet. Du bist die Retterin für ihn. Das ist ja enorm. Was ist denn da genau passiert? Ich meine, was war denn das Angebot, was er dir gemacht hat, was du nicht ablehnen kannst? Naja, also er fragte mich dann eben, ob ich mit ihm podcasten möchte. Teil des Teams von Podcastnik werden und mit ihm eben die Geschichte der deutschen Show machen. Zu dem Zeitpunkt habe ich auch gerade überlegt, ein eigenes Format eben auf die Füße zu stellen, die Erbstücke, und habe dann auch quasi die Nullnummer aufgenommen, eine Probeepisode, habe ihm die geschickt und habe ihm gesagt, sag mal was dazu, du machst da schon so lang so viel, ich hätte gern mal Feedback von dir. Und ja, das war dann der Moment, wo er dann gesagt hat oder mich hier angetwittert hat, so, wir müssen reden. So, okay, gut. Und ja, so kam es, dass ich eben Teil dieses Teams wurde und das Erbstücke-Format gleich mitgebracht habe. Also die Idee Erbstücke hattest du für dich alleine und unabhängig von Richtig. Travis erst einmal geboren, dass du gedacht hast, das könnte
ein Thema sein, für das ich einen Podcast aufbaue, durch deine persönliche Neigung zur Geschichte, dass du dann sagst, also Erbstücke, das hast du mir, als wir uns in Leipzig beim 34C3 gesehen haben, haben wir mir kurz erzählt, das kann alles sein, Dinge, Objekte oder auch Ideen aus der Vergangenheit, also die wir quasi als historisches Erbe heute betrachten können. Ganz genau, das können wirklich konkrete Objekte sein, wie jetzt zum Beispiel die 50. Folge, die gerade rausgekommen ist, die wir zusammen gemacht haben, behandelt die Pickelhaube, also was natürlich irgendwie schon ziemlich Klischee ist, wenn man jetzt so an Deutschland denkt, was immer irgendwie aufpoppt. Kommt man aber jetzt bei der Olympischen Spielen Pyeongchang. In Korea, ne? Da liefen Fans mit Pickelhaube rum. Da habe ich sofort gewusst, ach, das können ja nur die Deutschen sein. Ja, also ja, das war ein ikonisches ist so ein ikonisches Ding tatsächlich, wo ich gesagt habe, okay, das ist doch mal ganz cool zu gucken, was hat die eigentlich für eine Geschichte, wo kommt die her, wie hat die sich entwickelt, sowas einfach, genau. Konkrete Objekte jetzt hatten wir, die erste Folge, die wir zusammen gemacht haben, erbstückemäßig, ging um das Siegestor in München. Also das ist dann ein Gebäude, aber eben dadurch, dass es da so im Straßenbild präsent ist und auch eine interessante Geschichte zu erzählen hat, haben wir das dann genommen. Ja, also Sollen wir da mal ganz kurz reinhören? Ich habe so einen kleinen Ausschnitt davon gemacht. Ach, du hast so einen kleinen Ausschnitt, ja schön. Dass man sich das mal vorstellen kann, also wie sich das jetzt anhört, wenn die Judith und der Travis in einem Podcast gemeinsam agieren. Das ist aus der Geschichte der Deutschen 46, quasi die erste Folge der Erbstücke. Mhm. Ein Lied geht um die Welt, ein Lied, das euch gefällt, die Melodie erreicht die Stelle. Wer München kennt, kennt das Siegestor. Wir befinden uns am nördlichen Ende der Münchner Altstadt und bummeln über die Ludwigstraße stadtauswärts. Auf dem Odeonsplatz mit der Feldherrenhalle finden klassische Konzerte statt und auch sonst ist da immer viel los. Ein bisschen italienisches Flair hat das schon. Okay, im Sommer, wenn man die Augen zumacht und das Wetter gut ist. Ja, nein, ernsthaft, also es ist ganz hübsch. So, weiter geht es über die Ludwigstraße, vorbei an ziemlich exklusiven Adressen. Rechts ist in einem eindrucksvollen Gebäude die Bayerische Staatsbibliothek untergebracht. Ihre Fassade ist ebenso wie die der Ludwigskirche, die nur ein paar Meter weiter liegt, ein Entwurf des Architekten Friedrich Wilhelm von Gärtner. Merkt euch den Namen, der begegnet uns gleich wieder. Von hier aus kann man das Siegestor schon sehen. Nur noch ein kleiner Fußmarsch und wir sind da. Schon ziemlich beeindruckend. Stimmt, ich wohnte gleich in Sendling in der Gegend und ich kann mich daran erinnern, also direkt neben dem englischen Garten, wo ich mal von der Polizei, die Ludwigstraße und die Leopoldstraße, die hinter dem Siegestor beginnt, sind schöne Alleen mit Bäume, Kunst und direkt an der LMU. Du kennst dich aber gut aus. Na, genau deswegen habe ich auch gleich in der Nullfolge ja einen echten Münchner zu Gast. Ist Travis nicht ein typisch bayerischer Name oder warum hörst du dich so an, als heißt du aus Texas? Ich muss das fragen, ich bin ja selber nicht aus Bayern. You doubting I'm the genuine article? I'm Bavarian, sure. Ist ja mal klar, das ist ein Bayer, wie er im Buche steht. Ja, absolut. Was mir sehr gefallen hat, ist, wie du quasi aus diesem strengen Text dann kurzzeit ausgestiegen bist und gesagt, naja gut, wenn man die Augen zumacht und bei schönem Wetter, dann ist es ja aber italienisch. Also diese humoristische Überhöhung sozusagen, die da so drin ist. Es fängt ja relativ vorgetragen an und ich hatte erst so gedacht, oh, das liest sie einen fertigen Text vor. Vielleicht hast du das auch gemacht, vielleicht ist das geskriptet, aber dann ist auch der Witz da hineingeskriptet. Und das ist schon sehr schön. Und diese Aufforderung, merkt euch das mal, das kommt später wieder dran. Also diese strenge Lehrerin, sehr schön gespielt. Also das war schon mal so vom ersten Eindruck sehr witzig. So, ich dachte, oh, das macht aber Spaß, mehr davon zu hören. Ja, wie funktioniert eure Zusammenarbeit? Wie läuft das so praktisch ab?
Praktisch haben wir ein Kollaborationstool, das wir nutzen. Wir haben eine, gerade für die Erbstücke, eine Liste mit inzwischen, ich glaube, 100 Themen oder was. Und ja, da greift man halt in diese Fülle rein, sucht sich dann was, was aus und dann werden die Folgen geschrieben in eben KIP, in diesem Kollaborationstool. Das kann dann jeder quasi kommentieren, noch ergänzen, bis wir dann irgendwann denken, die Folgen sind fertig. Die normalen Geschichte der deutschen Folgen, das läuft ja chronologisch weiter. Da ist dann ja völlig klar, welche Folge als nächstes kommen. Wir werden uns jetzt, haben jetzt gerade die Salia beendet, also wir befinden uns im Hochmittelalter, werden jetzt zu Lothar dem Dritten kommen, also dem einzigen König zwischen den Saliern und den Staufern, und dann geht's mit den Staufern und den Kreuzzügen weiter. Ja. Das muss ich mir eben nochmal nachfragen. Also du machst jetzt nicht nur die Folgengeschichte der Deutschen mit, wo es Erbstück, also die ein Erbstück zum Thema haben, sondern du bist jetzt Co-Host oder genau, immer Mithosterin der gesamten Geschichte der deutschen Reihe. Also ab der 46 so macht ihr das quasi gemeinsam. Deswegen bist du die Retterin. Travis chattet hier gerade, wie die Zusammenarbeit funktioniert. Judith brüllt und ich springe. ja, er kann ich mir vorstellen. Licht, Make-up, wo ist mein Skript? Kaffee ist auch schon kalt. Ja, und dann mache ich halt mit. Genau. So oder so ähnlich. Ich würde sagen, abwechselnd. Wann sind denn dann so Aufnahmezeiten? Wie kriegt ihr das zusammen? Wie kriegen wir das zusammen? Ja, das häufig ist das dann ein Samstagabend, eben so etwa 21 Uhr hier und der erste Kaffee bei ihm. Ja, Nachmittag dann so, ne? Ja, genau. Ne, 9 Stunden, ja. Ja. Ja, genau. Gut, das geht. Gerade am Samstag kann man sich das vorstellen, dass es einigermaßen irgendwie machbar ist. Hm. Ja. Oder ansonsten halt unter der Woche mal zwischendrin. Genau, manchmal schreibt er auch gerade, manchmal meine Mittagspause. Wir sortieren uns so dazwischen, gerade wo es so reinpasst eben. Ja gut, nur dass nicht jetzt jemand in der Mitte der Nacht irgendwie da aufstehen muss dafür. Oder machst du auch manchmal so Sachen, ich stehe um 4 Uhr auf, damit Travis gemütlich am Abend podcasten kann. Ja. Machst du? Ja? Hart. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Also meistens suchen wir uns, also sind das für mich irgendwie so Tagesrandzeiten, was dann aber auch, das ist okay. Ich finde, es ist schon angenehmer, wenn man Ruhe zum Podcasten hat. Das soll dann ja auch entspannt rüberkommen. Klar, das war jetzt in der ersten Erbstücke-Folge noch nicht so locker. Da habe ich mich schon, das hast du schon richtig erkannt, mich ziemlich ans Skript gehalten. Ich musste ja auch irgendwie reinkommen. Aber ich denke, inzwischen ist das schon lockerer und wir haben da einen sehr, sehr guten Umgang miteinander, denke ich. Und Travis ist auch echt wirklich ein sehr schöner und entspannter Gesprächspartner. Wie macht ihr das technisch? Nutzt ihr Skype oder auch Studiolink oder was benutzt ihr da, um euch zusammenzuschalten? Ich krieg jetzt gleich hier die volle Schelte ab, wenn ich sage, wir benutzen Skype. Geht jetzt hier ein Raunen durch den Menschen. Oh Gott, nein. Darf nicht mehr mitspielen. Nein, wir haben doch vorhin festgestellt, der Spirit ist, jeder darf machen, was er will, auch wenn es mir nicht gefällt. Ja, ich habe festgestellt, bei Skype hört es dann echt auf. Ja. Skype mit Piezo, ergänzt Travis hier, lese ich gerade. Genau. Was Piezo ist, weiß ich jetzt allerdings nicht. Was weißt du, was das ist? Aufnahme für Mac.
Ach so, okay. Ja, man muss es ja auch irgendwie, ja, Skype ist ja, 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 flüchtig. Also nur Skype reicht ja nicht. Das muss man ja auch irgendwie festtackern. Genau. Ja, was für ein schönes Projekt. Ja. Und also 400 Themen habt ihr auf der Liste? Oder 100? Was, also was? 100, die Erbstücke-Liste ist schon unglaublich lang, aber trotzdem möchte ich jeden einladen, der das jetzt gerade hört, wenn er sagt, Mensch, ich habe irgendwie ein tolles Erbstück aus der deutschen Geschichte, irgendwas, was mir total am Herzen liegt, sei es jetzt wirklich ein konkretes Objekt oder ein Bauwerk mit einer tollen Geschichte. Ich meine, wir hatten jetzt erst den Speyerer Dom, der auch eine total faszinierende und schöne Geschichte hat, zum Beispiel. Dann schickt uns das doch, also entweder mir auf Twitter unter meet_Judith oder an unseren hier Account at Germany Podcast. Oder ja, also ihr findet uns auf jeden Fall. Ganz bestimmt. Also da sehe ich gar keine Schwierigkeit. Also das muss ich mir mal vorstellen. 2017 gehst du zum Podstock, da zum ersten Mal sprichst du quasi in ein Mikrofon und jetzt haben wir noch nicht ganz 2018 so, naja, wir haben gerade März und da bist du schon transatlantisch Podcasterin, also mit der größten Entfernung, also quasi Flächenabdeckung dazwischen, wie man sich es kaum vorstellen kann. Und das machst du quasi selbstverständlich. Hut ab, echt Hut ab. Das ist ja mal ein Weg. Das ist echt krass, super. Finde ich total klasse. Schön, dass das so gekommen ist. Ja, also ich freue mich auch und ich bin sehr, sehr dankbar und froh um diese ganzen tollen Menschen, die ich in der Zeit kennengelernt habe und die mich jetzt begleiten und um diese Community. Das ist so schön, da Teil davon sein zu dürfen. Aber Norweger Pullover und Star Wars Mützen müssen dann jetzt zurückstecken. Die stecken tatsächlich zurück. Es ist was ich nicht ganz aufgeben werde. Aber es ist weniger, auf jeden Fall. Ja gut, ich glaube, wenn man einmal begeisterte Handarbeiterin gewesen ist, so mit Stricken und so, das juckt einen quasi im wahrsten Sinne des Wortes in den Fingern. Das möchte man nicht so lassen. Ne? Es gibt immer so Situationen, denke ich, wo man dann da sitzt und denkt, jetzt könnte ich doch eigentlich, ach ja, was fange ich denn jetzt mal an? So. Genau. kann ich mich total gut reindenken, auch wenn ich es selber über Luftmaschen und Häkeln eigentlich nicht hinausgebracht habe. Ich habe auch mal so ein bisschen gestrickt, aber nee, da habe ich nicht die Akkuratesse dafür. Das ist mir alles zu fein. Aber ich kann das schon verstehen, Jetzt habe ich noch ein Hörbeispiel mitgebracht, auf das hast du mich auch aufmerksam gemacht. Das fangen wir jetzt mal einfach ganz unkommentiert an und hinterher erklärst du mir bitte mal, was wir da gehört haben. Jetzt wird es ein bisschen überraschend. Wir hatten ja letztes Mal schon Latein und jetzt kommt wieder eine Sprache. Versuch doch mal rauszukriegen, was das ist. مساء الخير أصدقائي وأهلا وسهلا بكم في الحلقة الأولى من بودكاست The History of Germany أو تاريخ ألمانيا. Ein Lied geht die Welt, ein Lied, das euch gefällt. Die Melodie erreicht die Sterne. تقديم وترجمة عماد، أما النسخة الأصلية فهي من كتابة وتقديم ترافيس داو المتوفرة باللغة الألمانية والإنجليزية، حيث قد كتب وقدم ترافيس داو وبيت كولمان عدة مدونات صوتية سوية تتكلم عن التاريخ الأوروبي والأمريكي وتاريخ العلوم والكيمياء. توجهوا الموقع podcastnick.com لتجدوا العديد من أعمالنا السابقة، ولكن هذا هو البودكاست الأول المتوفر باللغة العربية إلى حد هذه اللحظة، وقد تم تعديل هذه النسخة من البرنامج لجعلها ملائمة أكثر للمتابعين العرب، لذا فقد يكون هناك بعض الزيادات أو الاختلافات بين النسخة العربية والنسخة الإنجليزية من هذا البرنامج. أما في هذا البودكاست فسوف نتكلم عن التاريخ الألماني والدور التاريخي لألمانيا، وكذلك عن الأساطير والقصص
وأي شيء نجده مثيرا للاهتمام ويرتبط بموضوعنا الأساسي الذي هو التاريخ الألماني. كذلك فإن podcastneck.com هو المكان للتعرف أكثر عن فريقنا وهو الوسيلة الأساسية للتواصل معي أنا ومع ترافيس وبي. إذن في هذا البرنامج سنغطي التاريخ الألماني وهو بالطبع موضوع واسع جدا، لذا في بعض الأحيان سوف نتكلم على مستوى بلد معين أو منطقة جغرافية معينة، كمثال التاريخ البيروسي أو التاريخ النمساوي. History of Germany und podcastnick.com konnte ich tatsächlich heraushören. Ja, liebe Zuhörerinnen und Hörer, ihr seid noch immer im Sendegarten. Das war, Judith, was war das? Arabisch. Das ja, war was, syrisch. Was das ist war, das? Was passiert da gerade? Das ist Imad. Imad wohnt in Kairo. Er ist ursprünglich aus Syrien. Man muss dazu wissen, dass es den Geschichte der Deutschen Podcast ja auch auf Englisch gibt. Wir nehmen jede Folge doppelt auf. Einmal auf Deutsch und einmal auf Englisch. Imad hat diesen Podcast gehört, auf die englische Fassung, und ist dann auf Travis zugekommen. Travis möchte mich hier gerade nötigen, irgendwie Tariq Almania auf Arabisch auszusprechen. Ich werde das wahrscheinlich nie rauskriegen. Aber so heißt Geschichte der Deutschen Podcast auf Arabisch. Ach, Tariq ist Geschichte? Tariq? Almania wird ja wohl Deutschland. Deutsch ist Deutsch sein, ne? Deutschland, ja, genau. Ja, also dann ist Tariq Geschichte. Geschichte Deutsch. So. So. Geschichte Deutschland. Ja. Guck mal, du bist gelobt hier im Chat. Du hast es schon besser ausgesprochen als er. Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen. Das muss er sagen. Imad ist auf Travis zugekommen. Imad ist auf Travis zugekommen und hat gesagt, es ist super, super Projekt. Gefällt mir. Was hältst du denn davon, wenn ich diesen Podcast auf Arabisch übersetze, auf Syrisch übersetze? Und das ist so ein Moment, den dieses Internet ermöglicht und den diese Community möglich macht, weil das ist ganz, ganz groß und wirklich so ein Lieblingsding von Travis und mir, weil jetzt können syrisch sprechende Menschen, die sich für Deutschland interessieren, den Geschichte der Deutschen Podcast in ihrer Muttersprache hören. Und das ist was, was mir wirklich sehr am Herzen liegt, weil Imad ist selber ein syrischer Flüchtling und das ist natürlich eine der Gruppen, die einem da zuerst einfällt. Er ist nicht in Deutschland, er ist, wie gesagt, in Kairo, in Ägypten. Aber wir möchten gerne dieses Angebot eben hier bekannter machen, weil natürlich auch hier sehr viele syrische Flüchtlinge inzwischen leben. Und ja, für die wirklich sich näher mit diesem Land und seiner Kultur auseinandersetzen möchten, den möchten wir die Möglichkeit bieten, das möglichst niedrigschwellig zu machen. Mit eben Tariq Almania. Ja. Ich bin mindestens genauso geflasht wie du. Also erstmal ist das ja von der Konstruktion her sehr absurd. Da ist jemand in Kalifornien, wie du vorhin gesagt hast, Texas, der interessiert sich für Deutschland und die deutsche Geschichte und macht dann erstmal dort ein Angebot, was in einem weit entfernten Land, mit der Hoffnung, dass es in Deutschland gehört wird, und dann kommt jemand noch aus einer ganz anderen Ecke der Erdkugel sozusagen nochmal ein Stückchen weiter weg und dann nimmt diesen Faden dann auf und macht was, damit es wiederum hier in Deutschland, also nicht nur in Deutschland, überall, ja natürlich überall, wo sich syrisch sprechende Menschen für deutsche Kultur interessieren. Das kann ja auch an ganz anderen Ecken der Welt sein, aber natürlich wollen wir uns nicht der Wirklichkeit verschließen. Wir haben im Moment sehr viele Zuwanderung
Menschen, die einfach in Not sind, die hier in Deutschland Hilfe bitten und die auch bekommen, hoffentlich auch bekommen, und die sicherlich verwirrt sind, so wie ich es wäre, wenn man mich jetzt irgendwo in Persien oder wo aussetzen würde, oder in Syrien, wüsste ich halt auch nicht, was sind so die Gepflogenheiten oder warum, was weiß ich, irgendwelche Riten und Gebräuche oder irgendwas, was uns persönlich hier, dadurch, dass wir diese ganze Kultur ja pathetisch gesprochen mit der Muttermilch aufgenommen haben, stellen wir Dinge nicht mehr in Frage, die für andere Menschen, die von außen drauf gucken, einfach nur ein Kopfkratzen bedeuten. Und wenn ihr an der Stelle so ein bisschen Aufklärung liefert und sagt, so, deswegen latschen die alle in den Kölner Dom oder deswegen, was weiß ich, gibt es den Karfreitag oder deswegen ist Luther eine große Nummer und die Thesen, die da an die Tür genagelt wurden oder keine Ahnung, Werner von Braun, ja, warum haben die Amerikaner den mitgenommen, ja, deswegen und was es überhaupt alles so geben kann, ja, siehst du, wo meine Perspektiven liegen. Aber dass sie dann sagt, ja, okay, das machen wir jetzt mit einem niederschwelligen Angebot in Zusammenarbeit mit jemandem, der dann aus Kairo heraus das Englische von euch beiden dann wiederum ins Arabische oder Syrische übersetzt. Das ist so irre. Das ist so irre. Also, das ist diese Isolation, die das Internet runter bedeutet. Das finde ich ganz toll. Ja. Ja. Das ist also wirklich allen sehr großartig. Imad, dir, Travis, von Herzen gedankt, dass ihr das macht. Ich finde das einfach ganz wunderbar. Das gibt's ist, schon Rückmeldungen? Ja? Gibt's Rückmeldungen? Travis, sag du mal, du liest das, du hörst hier gerade mit, schreib mal, gibt's irgendwelche Rückmeldungen? Es ist, wir haben ein echtes Problem, weil wir kriegen diesen arabischen Feed nicht unter die Leute. Wir brauchen wirklich Unterstützung. Multiplikatoren. Wir brauchen Multiplikatoren. Wir brauchen Menschen, die mit Flüchtlingen arbeiten oder da in der deutsch-syrischen Community unterwegs sind. Wir brauchen Leute, die davon erzählen, weil so über normale Distributionswege wie iTunes oder sowas kriegen wir den arabischen Feed nicht raus. Wir kennen uns da auch zu wenig aus, als dass wir jetzt wüssten, ob es im arabischsprachigen Raum irgendwelche einschlägigen Podcast-Portale, Suchmaschinen gibt. Also wenn ihr da draußen, wenn ihr das hört und ihr kennt jemanden, der sagt, mich würde der Podcast interessieren, schaut auf www.podcastnik.com, podcastnik.com, da findet ihr den Feed, da könnt ihr das anhören, erzählt das weiter und es wäre auch ganz toll, wenn jemand von euch Deutsch und Syrisch spricht, meldet euch bei uns, weil wir brauchen einfach auch sprachlich Unterstützung bei dem Projekt, dass wir das weiter verteilen können, dass wir das unter die Leute bringen können. Ja. Ja, liebe tausend Menschen, die hier für 1000 Downloads gesorgt haben, vielleicht dürfen wir an der Stelle doch einmal so einen Aufruf loslassen. Ich denke, das ist wirklich eine Sache, die müsste ja eigentlich vor der Haustür liegen. Ja. Und also gut, es wird nicht jeder ein begeisterter Audiokonsument sein oder Konsumentin sein. Das ist ja auch in anderen Nutzergruppen nicht anders. Also da gibt es immer Menschen, die lesen lieber und andere hören ganz gerne was. Aber die Idee ist einfach sehr, sehr naheliegend. Und ja, wäre doch schön, wenn das ein bisschen Verbreitung finden würde. Ja. Travis schreibt hier gerade, in Deutschland gibt es bisher nur einen Abonnenten. Also das sollte sich doch bitte ändern lassen. Also bitte. Das wäre doch gelacht, wenn man das nicht irgendwie wenigstens auf das Doppelte hochfahren könnte. Yay! Ja. Schön. Ja. Also echt toll. Finde ich sehr, sehr schön.
Das ist wirklich ein tolles Projekt. Ja, und das ist im Januar gestartet. Also die erste Folge ist irgendwie ganz frisch im Januar gestartet und hat auf, wie viele Episoden habt ihr da jetzt irgendwie so? Fünf. Gibt's ja. Meines Wissens nach hatten wir gestern darüber gesprochen, dass es gerade 5 Folgen gibt auf Arabisch. Genau. Travis sagt, ich fliege jetzt nach Deutschland und suche Flüchtlinge. Ja. Super. Das macht er dann einfach selber. Und wenn Travis das in die Hand nimmt, dann wird er auch was raus, ganz klar. Aber das muss er nicht. Das kriegen wir auch alleine hin. Also, das kriegen wir alleine hin. Dafür brauchen wir doch keine amerikanische Unterstützung hier. Ha, doch mal sehen. Ach, komm, darf er trotzdem. Ja, natürlich. Ach ja, sehr gerne. Ich konnte leider da, als er in Nürnberg war, zu dem Zeitpunkt da nicht runterfahren. Ich hätte ihn auch gerne mal die Hand gedrückt. Ja, es war ja ein bisschen unglücklich, weil das Wochenende war, an dem auch die Subscribe war. Deswegen waren da viele Leute auch anderweitig beschäftigt. Aber es besteht ja eine gewisse Hoffnung, dass er es schafft. Die Winter sind zu kalt. Ach so, zum Potsdok. Ich dachte, zum Kongress, davon hatte ich gelesen, dass jemand sagte, er solle zum Kongress kommen und er meinte, das wäre doch zu kalt. Ja. Wenn ich die Temperaturen gerade hier angucke, kann ich es verstehen. Das ist einfach viel zu. Das fand ich die Bilder, die er geschrieben hat. Ich weiß gar nicht, was ihr habt. Es ist 25 Grad, ich sitze hier in kurzen Hosen. Oh. Das war so gemein. Ja, ich glaube, das ist eine seiner Lieblingsbeschäftigungen. Ja. Uns hier mit dem Wetter dissen. Travis, ganz großes Kino, sehr, sehr cool. Ja, schon. Aber du hast gerade angesprochen, er käme möglicherweise zum Potsdok. Jetzt 2018? Ja, möglicherweise. Wenn alles, also wir sollten alle zusammen Daumen drücken, dann kriegen wir ihn vielleicht her. Wow. Das wäre ja ein Ding. Grins. Ja, gut, es macht keinen Sinn, dass wir jetzt den Chat vorlesen. Nee. Aber, also, wenn du nach Potsdam kommst, dann machen wir noch mal eine Sonderfolge hier über das Thema. Also, dann haben wir ja schon das, also, dann würde ich euch gerne beide einfach mal mit der Erfahrung, die ja dann aufgelaufen ist, das wird ja im August sein, dann habt ihr sicherlich ein paar Rückmeldungen. Vielleicht gibt es dann auch schon 2 Abonnenten aus Deutschland und vielleicht ein bisschen Rückmeldung, wie das hier dann aufgenommen wurde. Ja. Das wäre natürlich toll. Also sehr, 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 sehr gerne. Da sind wir dann auf jeden Fall gerne bei dir nochmal zu Gast. Das ist sowieso immer ein Vergnügen. Du bist doch das erste Mal da, oder nicht? Also warst du schon jetzt mal hier? So, lass mich überlegen. Nein. Wir begrüßen dich heute zum ersten Mal auf der Gartenbank. Auf der Gartenbank schon. Ich durfte mich beim Kongress auch noch so ein bisschen so mit der Hand verflixt. Ja, Entschuldigung, da waren die Kreise so groß. Das war eine Herausforderung, mit so vielen Menschen gleichzeitig irgendwie ein einigermaßen toll. Flüssiges Gespräch. Mhm. So. Ja, das war toll. Also ich habe es total genossen. Aber das war schon eine Herausforderung. Also das muss ich schon sagen. Ja, der Kongress, der hat aber auch so richtig geflasht. Also das auch so sehr intensive 5 Tage. Also, dass da der eine oder andere. Lass uns doch mal abschließend vielleicht noch, genau, lass uns doch abschließend vielleicht nochmal überlegen, warum hat es dich denn dann dahin verschlagen? Ich meine, Potsdok ist ja die Variante für die Content-Menschen und die so leichte Sommeratmosphäre und so weiter. Also da, wenn man aber zum Kongress geht, das ist ja dann nochmal leichte Nerd-Faktor. Sommeratmosphäre. Ich hatte einen Wasserkocher, eine Wärmflasche, einen Schlafsack. Ich habe trotzdem gefroren. Ja, gut, okay. Das hat 2017 nicht so ganz funktioniert. Aber 2018 wird brüllheiß, ganz bestimmt. aber wenn man dann zum Kongress geht, das ist ja dann nochmal eine gesteigerte Dimension, Nerdfaktor. Bist du dahin gefahren für das Sendezentrum, um jetzt auch wieder Podcasterinnen und Podcaster zu treffen oder auch mal noch weiter zu gucken? Wir haben ja ganz am Anfang gesagt, du hast relativ früh schon den Kontakt zu Computern gehabt, um auch aus der Perspektive nochmal auf diese Veranstaltung zu schauen. Wir haben gerade gesagt, wir wollen den Chat nicht vorlesen, aber Erik schreibt hier,
weil alle ständig gefragt haben, wir sehen uns auf dem Kongress? Und er hat recht, das ist die Antwort. Okay, ja, gut. Der ganzen lieben, tollen und großartigen Menschen, die ich sehr gerne öfter sehen würde als nur beim Podstock. Das war letztlich der Grund, der mich überzeugt hat zu sagen, ja, du fährst jetzt doch auch nach Leipzig. Und nachdem auch diese Sache mit den Computern mich interessiert, war ich dem so global sowieso schon nicht abgeneigt und hatte mir auch in den vergangenen Jahren schon mal überlegt, hier auf den Kongress zu fahren. Und ja, da kamen dann mehrere Sachen zusammen, wo ich dann gesagt habe, okay. Ich habe dann tatsächlich es war dann an einem Tag, dass ich binnen von 5 Minuten ein Ticket und ein Hotelzimmer hatte. Und dann dachte ich, okay, völlig problemlos, dann soll das jetzt so sein, dann fahre ich dahin. Letztlich war ich aber tatsächlich die meiste Zeit, muss ich zugeben, irgendwie im Sendezentrum unterwegs, hab dann gepodcastet, war mit netten Menschen unterwegs, hatte eine unglaublich gute und schöne Zeit. Ja. Wunderbar. Also das habe ich mir jetzt für dieses Jahr eigentlich auch schon wieder in Kalender geschrieben. Der Virus. Kongress. Okay, super. Das ist gut. Glaube, wir sehen uns ja jetzt auch dann schon wieder, Martin, oder? Nächstes Wochenende? Also beim Podcamp in Essen. Kommende Woche in Essen, ja. Ja, ja, da werde ich da hinfahren, genau. Ja, schön, dass du auch da bist. Gut. Ja. Also Podcamp, Podstock, Kongress. Genau. Subscribe noch dazwischen. Das ist tatsächlich das, was mir noch fehlt. Martin, warum sollte ich auf die Subscribe fahren? Auch wegen der Community. Da triffst du ähnliche Leute wieder. Die Subscribe ist so ein bisschen sagen wir mal, ernster. Da wird mehr gearbeitet. Da gibt es aber auch das Socializing. Also meine einfache Formel ist ja, Podstock ist ganz viel Socializing und wir arbeiten auch ein bisschen. Und beim Subscribe ist ganz viel Arbeit und wir machen auch ein bisschen Socializing. Also die Schwerpunkte liegen dann halt ein bisschen anders. Und okay, was bedeutet Arbeiten in dem Zusammenhang? Ja, diese Workshops und die Vorträge, die da halt gemacht werden, da werden halt schon die dickeren Bretter gebohrt, sagen wir mal. Da kommen die Auphonics dieser Welt hin und die Podigees und die ja, hier der Erik Zäubert, der Podlove halt im Wesentlichen oder mit der Gruppe um ihn herum, da stellt der Ralf das Ultraschall vor. Und es gibt dann eben auch die Tendenz, dort eine Verknüpfung zu einer etablierten Radioszene irgendwie so ein bisschen anzubahnen. Also quasi der Austausch der Amateure, der Hobbyisten versus derjenigen, die das beruflich machen. Kann man voneinander lernen? Ist das was ganz anderes oder so? Diese Dimension findet man im Podstock eigentlich nicht. Podstock ist wirklich eher so dieses Happening. Wenn sich da mal ein Journalist hin verläuft und sich mit uns hinsetzt und beim Bierchen auch mal irgendwie Formate diskutieren will, der ist ja herzlich gerne willkommen. Mhm. Aber ich glaube, es wird nicht darauf hingearbeitet. So wie bei der Subscribe habe ich schon das Gefühl, dass da schon auch so ein bisschen hingearbeitet wird, also dass es einen gewissen Rahmen hat und dass sehen eben auch und vielleicht gesehen mal werden. Leute angesprochen werden. Ja, das ist so ein bisschen so ein Schnittstellending. Ne? Mhm. So gerade die letzten Ausführungen, da habe ich schon den Eindruck, dass da auch von der Orga her so ein kleines bisschen eine Öffnung aus dieser eigenen Kugel, also der Blase sozusagen heraus, nach außen gemacht wird, ganz bewusst,
um eben zu sagen, es gibt auch noch ganz andere Dinge. Und es ist ja auch richtig. Also ich bin jahrelang mit dem Gedanken rumgelaufen, dass ich irgendwie die Podcast-Szene kennen würde. Von wegen. Ich kenne einen winzigen Bruchteil von Sachen, die auf dieser Technik irgendwie basieren. Und es gibt tausende andere wunderbare Geschichten, die ich einfach überhaupt nicht kenne. Und nichtsdestotrotz ist mir das, was ich kenne, sehr, sehr viel wert und ich möchte es auch hüten und hegen und pflegen. Und ich mag es auch sehr gerne, wenn wir dann in diesen kleineren Kreisen oder in diesen gemütlicheren Kreisen dann bei einem Bier oder bei einem Grill oder was weiß ich, wenn es die Sonne scheint und die Wettersituation zulässt, dann eben gemütlich auch da so hemdsärmlich rumgammeln. Das ist einfach auch schön. Ja, auf jeden Fall. Okay. Liebe Judith, ich denke, wir haben für den Moment dich ganz gut vorgestellt. Wahrscheinlich haben wir noch 100 Aspekte ausgelassen, wo jemand, der dich kennen würde, sagen, ja, und habt ihr darüber gesprochen? Und nein, vergessen. Aber ich glaube, wir sollten so langsam dich von der Gartenbank herunter bitten. Das heißt ja nicht, dass du gehst. Bitte bleib einfach bei uns, denn wenn wir zum Beispiel gleich nochmal über das letzte Wochenende sprechen, über den Podstock Orga Warm-Up, ich bin ja auch gespannt, die Zusammenfassung von Sebastian gleich nochmal zu hören, dann beteilige dich einfach und misch einfach mit. Nur wir nehmen jetzt so den Fokus von dir weg. Ja? Okay. Okidoki. Dann sagen wir hier herzlichen Dank bis hierhin. Und wir gehen jetzt ins Querbeet und wir begrüßen dann an dieser Stelle natürlich auch den Martin vom Metacast wieder. Im Querbeet. Da geht's heute querbeetig zu. Wie auch sonst. Wer lacht denn da schon im Hintergrund? Wer war das? Lars? Lachst du? Nein, ich war es nicht. Nicht? Dann ist es Sebastian. Nein. Lachst du über schlechte Wortspitze auch nicht? Verdammt, wer lacht denn hier? Haben wir noch jemanden in der Leitung? Lass uns reden über das Podstock Orga Warm-Up, das Wochenende, auf das du oder zu dem du uns letztes Wochenende eingeladen hast. Wie ist denn ja, die Geschichte aus deiner Sicht? Erzähl doch mal ein bisschen, Sebastian. Genau, also es ist ja eine neue Location dieses Jahr für Podstock 2018, auf die wir uns freuen dürfen. Und wir wollten jetzt einfach mal wissen, wie diese Location funktioniert und haben uns quasi mutig im Februar quasi getroffen. Das ist natürlich zeitlich, musste das natürlich so sein, weil wir ja schon so ein bisschen Vorlauf brauchen, um auch die Tickets und so weiter anbieten zu können. Und da bleibt zeitlich natürlich nichts anderes übrig, außer jetzt irgendwie sich wirklich relativ früh im Jahr zu treffen und die Location zu besichtigen. Das ist natürlich immer ein bisschen schade, weil natürlich zu dieser Jahreszeit irgendwie so dieses Feeling von es ist warm und und man hat irgendwie blühende Natur vor Augen eigentlich bei Podstock und ist immer irgendwie grün, aber das trifft natürlich im Winter dann nicht so gut zu und wir haben jetzt auch so ein relativ kaltes Wochenende erwischt tatsächlich und auf so einem Berg wird es dann ja auch nochmal ein bisschen in weiterer Höhenlage auch schnell, es lag sogar noch Schnee, obwohl alles außenrum irgendwie oder vielmehr ja auf normalen Höhenmetern, wo ich eigentlich auch wohne, eigentlich kein Schnee lag. Wobei jetzt liegt hier auch wieder gerade Schnee, also insofern war das einfach nur so ein Vorbote quasi. Ja, genau, das Wetter war halt etwas interessant, aber nichtsdestotrotz konnten wir doch einige To-Do-Punkte abhaken. Wir haben halt so ein bisschen was vermessen, haben halt so ein bisschen geschaut, auch eine Podcast-Aufnahme vor Ort gemacht. Ich habe natürlich auch mit Lars zum Beispiel ein bisschen Internet gesucht und auch gefunden. Das waren so eigentlich so die wichtigsten Punkte für uns. Auch das Küchenteam hat sich da einfach mal umgeschaut, hatten wir am Anfang schon erwähnt. Und da gibt es auch verschiedene Aufnahmen, die jetzt schon da sind. Also zum Beispiel im Trollcontainer haben TJ und Kai so ein bisschen aus der Küche schon mal, was sie auch so für Podstock selber planen, erzählt. Und im Nebensprechen hat der Ralf, der auch dabei war,
auch noch mal in einer Folge das zusammengefasst, was seine Eindrücke so waren. Ja, darauf können wir schon mal verweisen. Jetzt am Wochenende werde ich wahrscheinlich auch die eigentliche Aufnahme im Podcast, im Podstock Podcast Feed entsprechend veröffentlichen können. Und ja, da darf man sich auch sehr drauf freuen. Das werden so 1,5 Stunden sein, wo das gesamte Orga-Team dann mal zum Wort kommt. Ja, da sind wir in dieser Sendung oder in dieser Aufzeichnung sind wir die, ja, die Stationen oder die Aufgabenfelder, die man so haben kann, wenn so ein Event geplant wird, einmal so durchgegangen, so wie das Orga-Schema eigentlich so ein bisschen hergegeben hat. Aber ich muss echt sagen, wenn ich so verfolge, was hier im Slack abläuft, dann kann es eigentlich nur eine großartige Veranstaltung werden, alleine weil das Essen ja so so ausufernd diskutiert wird. Das ist ja unglaublich, was diese Küchencrew dafür Ideen entwickelt und Austauschbedarf hat. Das ist ja, ich bin unheimlich froh dieses Jahr, dass das Thema wirklich in vielfältige Hände gefallen ist, also mit TJ Kai und jetzt diese Woche, nee, letzte Woche ist auch noch jemand dazu gestoßen, der eine kleine Pfanne in Anführungsstrichen mitbringt. Mhm. 1,30, 1,50 Meter Durchmesser. Ja, ich wollte gerade sagen, so über 1 Meter Durchschnitt Durchmesser, ja, das ist schon genial. Also es poppen gerade aus allen Ecken so halt dann immer wieder so Sachen auf, wo man dann das ganze Rad nochmal einen Schritt weiter drehen. Und das gehört ja auch zu Podstock dazu, ne? Also dieses Verrückte, was Grenzen verschieben einfach von Dingen, wo man denkt, okay, verrückter kann es eigentlich nicht mehr werden. Ja, also, aber das ist schön zu sehen, dass eben so viele Menschen dann auch sagen, okay, ich will da mitwirken. Also so ja. Wie Judith ja auch gesagt hat, ich will da mitgestalten. Jetzt habe ich die Tage gesehen, Rückmeldungen, wo Leute sagen, ich würde sogar mich dafür stark machen, dass der Spüldienst koordiniert wird. Also ich will jetzt nicht alles spülen, aber ich will dafür sorgen, dass immer genug Leute da sind, dass eben das Geschirr gemacht wird oder so. Also dass das nicht sich selber überlassen wird, sondern dass irgendwo so eine steuernde Hand ist, die das Ganze so ein bisschen koordiniert. Denn willige Menschen hat man ja ganz viele, aber man braucht also ein bisschen so Ansager. Die Rolle ist ja eher so ein bisschen nicht so beliebt, aber es haben sich inzwischen tatsächlich auch dafür Leute gefunden. Das ist doch total schön, dass das einfach so eine Dynamik bekommt, das Ganze. Mhm, genau. Ja, das wird dieses Jahr auch sehr breit aufgestellt. Das ist auch wunderbar und das muss auch so sein. Also das, ich meine, dieses Jahr sind wir dann, gut, Tickets sind ja noch nicht draußen, aber so die Voranmeldungen sind schon mal circa 50% mehr als letztes Jahr. Also das ist ein schönes, angenehmes Wachstum. Damit kann man arbeiten, denke ich, ganz gut, ohne dass es irgendwie, ja, man muss ja auch immer gucken, dass alles irgendwie mitskaliert. Und wenn man eine neue Location hat, dann ist das ja auch immer so eine Feuertaufe, wo man gucken muss, ob das dann auch weiterhin funktioniert. Und ja, da bin ich ganz zufrieden mit. Also das ist ja auch alles irgendwie selbstfinanzierend angelegt und umso mehr sich die Kosten teilen, umso besser geht es dann hinterher in der Rechnung auf. Hast du irgendwelche Rückmeldungen von den Herbergseltern oder wie soll man das dann nennen, die Betreiber, ist ja eine ehemalige Jugendherberge, bekommen, wie sie mit dem guten Dutzend Leuten, die da jetzt für ein Wochenende gewirbelt haben, zurechtgekommen sind? Haben wir uns anständig benommen oder haben wir irgendwie zu hören bekommen, na, da hättet ihr aber den Müll noch austragen müssen oder irgendwas? Nein, also das war eigentlich alles ganz angenehm. Also das ist halt auch wirklich sehr schön. Der Kontakt ist halt relativ angenehm. Uns werden halt keine großen Auflagen gemacht. Wir können also in gewissen Grenzen einfach wirken und haben da also irgendwie nicht, es wird also nicht ständig irgendwas hinterfragt, was wir da tun, sondern man lässt uns eigentlich unser Ding dort durchziehen und ja, also es war alles ganz okay. Also das denke ich, das passt alles ganz gut zusammen, ja. Wunderbar. Lars, möchtest du noch was ergänzen zu dem Wochenende? Hast du einen Aspekt, den wir jetzt gerade noch nicht so gestriffen haben, der jetzt, wir können natürlich verweisen auf diese Episode, die wir da aufgezeichnet haben aus dem Podstock
Audiofeed. Aber vielleicht hast du noch eine Ergänzung, die jetzt hier hineinpasst? Nee, so konkret eigentlich jetzt gar nicht. Wir haben ja von dem wunderbar warmen Kaminzimmer schon gesprochen. Die Küche ist üppig ausgestattet. Ich hatte es in diesem Feed ja, glaube ich, auch schon mal gesagt, wenn man es dann mal hörte. Der erste Eindruck, als ich da angekommen war, war, dass es mich mehr willkommen hieß. Also ich fand es insgesamt ein bisschen gemütlicher. Und das hat mir gut gefallen. Genau. Müssen wir hier und da so ein paar Problemchen lösen, ja. Insbesondere Richtung Barrierefreiheit und solche Geschichten, aber auf Unmöglichkeiten sind wir, soweit ich weiß, nicht gestoßen und viele Sachen habe ich eigentlich als positiver wahrgenommen als Sensorsheet. Genau, also man kann schon mal vielleicht nochmal drauf eingehen, also wir haben wesentlich mehr Fläche. Man könnte das nochmal irgendwie auf Google tatsächlich vergleichen, aber es ist definitiv mehr und wir haben mehr Räumlichkeiten zur Verfügung. Das heißt, wir können das Ganze wirklich so ein bisschen auseinanderziehen, auch so die verschiedenen, also dass man auch zum Beispiel, eine Anmerkung vom letzten Jahr war zum Beispiel, dass es halt, da gab es halt einen gemeinsamen Essensraum und da musste dann natürlich immer wieder abgebaut werden und das, den man sich geteilt hat mit irgendwelchen Workshops und das wird dieses Jahr wesentlich angenehmer, dass quasi alles stehen gelassen werden kann in einem Raum und man dann nahtlos weitermachen kann und auch das ganze Essen ist eher auch so, ja, zumindest tagsüber eher so ein, ja, jeder holt sich dann was, wenn er gerade Lust hat, was zu snacken. Ja. Aber da kann man am besten genau auf den Troll-Container verweisen, weil da haben Kai und TJ das ganze Konzept nochmal so ein bisschen dargelegt, was sie so vorhaben. Mhm. Ja, Ralf vom Nebensprechen, der hat ja in einem Nebensprechen in einer neuen Nebensprechenfolge auch über seine Erfahrungen an dem Wochenende schon gepodcastet. Der ist so, sagen wir mal, zurückhaltend euphorisch, weil er so ein bisschen von dem Winterscharm und dem, es lag ja etwas Verbrauchtes und auch ein bisschen was Verlebtes so auf dem Gelände. Natürlich die Installationen, die im letzten Sommer gemacht worden sind, die für den Sommer gemacht worden sind, die sind stehen gelassen worden. Die sind vom Wind und vom Regen ein bisschen mitgenommen worden und die Farbe ist abgeblättert. Die einzelne Hölzer sind natürlich nicht mehr schön. Und er erzählte dann, dass da sein erster Eindruck damals in Sorschied genauso gewesen ist. Die erste Besichtigung, die er da mit dem Daniel Brombeerfalter gemeinsam gemacht hat, die war auch eher bei Februarwetter oder so und hat auch gedacht, boah, das sieht aber eher so ein bisschen, naja, verranzt aus hier. Und dann ist aber eben im Sommer durch die Aufbereitung, beziehungsweise die Natur hat einfach angefangen zu leben, hat sich dieser Eindruck komplett gewandelt und er glaubt, dass das genauso da stattfinden wird. Also alles, selbst das, was wir jetzt vielleicht als noch nicht so glanzvoll gesehen haben, dass das dann, wenn Sommer ist, dann und die Kulisse oder die Außenanbauten da, dieses Schiff, dieses Barschiff und vielleicht der Pizzaofen, der dann nicht mehr als Lagerort dient, sondern tatsächlich auch eingesetzt werden kann, dass das dann einfach nochmal einen ganz anderen Charakter hat. Und die Fantasie, die teile ich mit ihm. Ich glaube das tatsächlich auch. Ja. Ja, also das wurde mir auch nochmal von den Betreibern und Betreiberinnen bestätigt, also dass es wirklich im Sommer einen ganz anderen Charme annimmt, das gesamte Gelände. Und es gibt ja auch Videos von der Kulturherberge, wo man sich das schon mal so ein bisschen anschauen kann, von dem Sommerhop, den die alle, ich glaube alle 2 Jahre oder so machen. Da sieht man schon, wie das funktionieren kann oder wie das aussehen kann. Und ich denke, wenn da alle mit anpacken, dann kriegen wir das schon hin. Ja, du verweist jetzt gerade auf Material, was andere Leute gemacht haben. Am Wochenende wurden ja auch ganz viele Bilder gemacht und Dokumentationen und so weiter. Schon auch mit der Idee, dass Menschen, die da überlegen, ob das was für mich ist und wie sieht denn das da aus, würde ich mich da wohlfühlen. Dieses Bildmaterial, wird das auch quasi öffentlich zur Verfügung stehen oder noch? Da müssen wir mal gucken. Es, wie gesagt, es spiegelt natürlich jetzt ein bisschen schwierig wider. Also ich glaube, am besten kann man wirklich auf die kulturherberge.de verweisen. Da sind ein paar Bilder drin.
wir müssen mal gucken, was wir davon öffentlich machen. Also das ist jetzt erstmal für uns zum Planen, dass wir auch alles vermessen haben und ungefähr uns auch wieder erinnern können, was wo steht und wie es aussieht und wo man was machen müsste. Dafür ist es eigentlich primär erstmal gedacht und da muss man gucken, was man davon verwenden kann. Ob diese Winterbilder wirklich gut verwendbar sind, das müssen wir mal gucken. Mhm. Okay. Ja. Judith, haben wir noch irgendwas vergessen, was dich besonders beeindruckt hat am Wochenende? Nö, das war eigentlich im Großen und Ganzen das, was ich jetzt auch gesagt hätte. Also ich freue mich auch, dieses Gelände, das bietet, das hat sehr viele Winkel und ich glaube, das bietet ja auch die Möglichkeit für Leute, denen es vielleicht mal zu viel wird, sich dann auch ein bisschen zurückzuziehen, die Möglichkeit für kleinere Gruppen sich zu finden, aber auch für einen größeren Rahmen. Ich glaube, dass das die Vielfältigkeit, die wir da haben, als Gruppe doch relativ gut abbildet. Ich musste gerade nur ein bisschen lachen, weil das ist mir gerade wieder in Erinnerung gekommen, wie dann Ralf irgendwie am letzten Tag noch gesagt hat, so am Sonntag, dass er dann noch zwei frisch renovierte Duschen und Toiletten gefunden hat im Keller. Ja. Und alle so, was, wo? Wie, wo waren die denn? Diese Formulierung, ich habe noch eine Toilette gefunden, Wort. Und das ist ja eine Gruppendusche, ne? So hat er das, glaube ich, genannt. Also es war auch so ein bisschen, okay. Aber gut, ja, es hat eine Jugendherberge oder Jugendherberg-Style, also ja. Genau, er hat Gott sei Dank Bilder gemacht, weil sonst hätten wir die, jetzt wüssten wir auch nicht, wie die aussehen würden. Ja, die Bilder, die er gemacht hat, die waren ganz toll, fand ich, wo er auch immer dran geschrieben hat, hier geht es so und so viel Zentimeter runter, die Tür ist so und so breit und in dem und dem Winkel öffnen die Flügel oder, also, dass man sich wirklich vorstellen kann, aha, okay, wenn ich da jetzt irgendwie mit einem Rollstuhl oder mit einem, was weiß ich, so ein Rollator oder Stöcken oder was ich irgendwie da hinein will, welche Möglichkeiten habe ich denn? Oder ein Kind wickeln will, ob das da irgendwie geht oder keine Ahnung. Das fand ich sehr, sehr, sehr hilfreich, glaube ich, für die Planung. Genau. Sehr schön. Wobei jetzt das war das Wochenende gut. Ne? Genau, wobei dieser Kellerraum jetzt wahrscheinlich nicht aktiv genutzt wird dafür, weil es genau halt nicht barrierefrei ist. Also der ist quasi auch nochmal eine Etage tiefer. Es liegt halt alles sehr auf dem Hügel und dadurch ist natürlich Ebene 0 quasi so ähnlich wie beim letzten Kongress, da war ja auch Ebene 0 ein bisschen anders gekennzeichnet, weil es halt halt unterschiedlich lag mit Erdgeschoss und Ebene minus 1 und so weiter. So ähnlich ist das da auch. Genau, sonst fällt mir jetzt eigentlich auch spontan nichts mehr ein. Also wir werden den Feed jetzt wahrscheinlich, wenn das hier in der Konserve gehört wird, wird auch das andere schon in der Konserve da sein. Also da kann man, da lohnt sich auf jeden Fall reinzuhören. Das hat echt viel Spaß gemacht, das Wochenende. Und war viel zu kurz, aber ja, so ist es ja leider meistens. Ja, wir haben den Rekorder, hattest du ja schon angemacht, bevor die offizielle Aufnahme lief. Also genau. Es gibt da so eine Pre-Show sozusagen. Ja. Ich denke, die hängen wir einfach hinten an diesem Sendegarten, hinten dran. Wer Lust hat, da einfach mal so ein bisschen den Spirit reinzuhören, der kann sich da schon mal ein bisschen Geschmack holen. Das ist auch für alle diejenigen eine Ermutigung, dass selbst bei uns in Anführungsstrichen Profis nicht immer alles glatt läuft und dass wir auch ein bisschen brauchen, bis alles eingespielt ist. Also ich fand das echt cool. Ja, das war sehr schön. Und damit das jetzt nicht bis zum Ende der Sendung dauert mit dem Spirit, habe ich hier einen ganz kleinen Ausschnitt, den ich quasi vor Ort gemacht habe. Wir hören den Metacast Martin, der hatte sich nämlich die Gitarre von der Wand genommen, bis Becky Genderbeitrag sie ihm weggenommen hat. Und dann haben die beiden gemeinsam mit TJ gesungen. Und das klang so. Hey, hey, hey. I say, what's going on? And I said, hey, yeah, 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 hey, yeah, yeah. I said, hey, what's going on? Yeah. 25 years of my life, but still, I'm trying to get a great big deal.
Natürlich musste nebenbei noch jemand kniffeln, das ging ja nicht anders, deswegen diese komischen Geräusche. Aber das, sowas kann man eben da erleben. Man kommt irgendwo in den Raum rein und alle singen und das ist einfach schön. Ich habe noch eine Ergänzung. Ja, hör, ich hörte doch irgendwas. Bitte, gerne. Was mir gerade nicht eingefallen war. Ich finde die Lage total toll. Ist halt einsam gelegen und diesmal nicht unten im Tal, sondern relativ weit oben auf einem Hügel-Berg. Mit unglaublich viel Bewaldung zur Einrichtung hin, die jetzt natürlich im Winter ein bisschen trist aussieht, ohne Blätter, aber ich stelle mir das im Sommer total toll vor. Und wenn man sich das mal auf einer Karte anguckt, da gibt es anscheinend auch Wege, auf denen man noch spazieren gehen kann, wenn man mal ein paar Schritte machen möchte und so. Und das finde ich einfach von der Lage her total toll. Wollte ich noch mal eben ergänzen. Ja, gerne. Also ja, kann, also es ist nicht so wahnsinnig hoch. Ich glaube, TJ war das, ne? Der sagte, er kommt aus Süddeutschland und sagt, ja, wo ist denn hier ein Berg? Es gibt keinen Berg. Bestenfalls ein Hügel. Es sind nur 300 aber, Höhenmeter oder so, ja. Ja, aber also, ich bin hinwärts eine andere Strecke gefahren als zurück, weil ich den Ralf zum Bahnhof gebracht hatte. Und die andere Strecke, quasi auf der anderen Seite den Hang runter, das ist ja eine ordentliche Serpentinenstrecke. Da habe ich aber gestaunt, mein lieber Scholli. Über die Seite, wo wir gekommen sind, war das überhaupt nicht so steil. Oder schien nicht so, da hat sich anders der Weg anders gestaltet. Also es war schon, da habe ich gedacht, meine Güte, wir sind doch im Gebirge. Das ist sehr, sehr lustig, dass man das so rum und so rum sieht. Achso, das war übrigens etwas, was Ralf auch angemerkt hat. Es ist diesmal tatsächlich auch relativ gut mit der Bahn zu erreichen. Also man kann bis zum nächsten Bahnhof, sind irgendwie nur 10 Minuten oder so, und da kommt man wohl relativ gut hin. Also, genau, das ist Ahlfeld, ne? Genau. Ahlfeld, danke. Ahlfeld, der Hauptbahnhof. Und er ist über Göttingen gefahren und Göttingen ist halt so ein Umschlagplatz für viele Fernzüge auch und ist auch sehr zentral gelegen. Das funktioniert schon ganz gut. Also das war auch mit einer der Hauptgründe, warum wir gewechselt sind, weil es einfach von den öffentlichen Verkehrsmitteln wesentlich schneller und besser zu erreichen ist als Sorschied leider. Ja. Okidoki, dann soll es das gewesen sein. Also wir haben ein interessantes Wochenende hinter uns und ein interessantes Wochenende vor uns. Jetzt gehen wir mal wieder mehr zur Technik. Und zwar habe ich aufgeschnappt den Begriff Overpod. Und zwar habe ich einen Tweet gesehen, der sagte, das Podcast-Studio Overpod sucht Tester. Nimm deinen eigenen Podcast im Browser auf, lade Gäste ein, keine Installation nötig, hohe Qualität durch lokale Aufnahme. Einfach bei mir melden. @overpod_studio. Ich habe keine richtige Vorstellung, was das ist. Verstehe insofern, dass ich keinen Rekorder brauche, um Leute aufzuzeichnen, sondern ich mache das alles im Browser und kann das wahrscheinlich sogar remote machen. Ich habe vorhin gefragt, ob der Sebastian das schon sich mal angeguckt hat. Noch nicht so richtig, aber der weiß mit Sicherheit mindestens mal doppelt so viel wie ich. Kannst du ein bisschen was zu Overpod sagen, Sebastian? Ja, also ich glaube, es geht auch wirklich nur um Remote-Aufnehmen. Das läuft einfach über WebRTC. Das ist halt so ein Standard in den Browsern, mit dem man halt Voice-over-IP, also Telefonkonferenzen und so weiter machen kann. Und das ist jetzt ein weiterer Dienst. Da gibt es durchaus mittlerweile schon mehr. Zencaster ist etwas, Tricast, glaube ich, und so weiter und so fort. Also da gibt es durchaus eine ganze Gruppe an verschiedenen Plattformen, die sich diesen Weg einschlagen. Genau, also im Prinzip beschreibt es das eigentlich auch schon, wie du schon sagtest. Ich habe es mir jetzt nicht im Detail angeschaut, aber genau, ist ja auch noch in der Testphase. Und dann wird halt lokal im Browser aufgenommen. Das heißt, die Gäste und Gästinnen kriegen halt einen Link und dann wird darüber eingeladen quasi, so wie man das auch vielleicht schon von Hangout oder anderen Diensten auch kennt. Naja, aber wer vielleicht mal ausprobieren möchte, wie gesagt, @overpod_studio, da könnte man sich beteiligen. Eine neue
neue alte Technik und neues neue Technik im alten, nee, alte Technik im neuen Gewand, so rum, ne? Alter Wein in nein, alter Wein in neuen Schläuchen. Doch, so rum. Wie auch immer. Gut. Haben wir das auch. So, jetzt hatte Judith gerade schon gesagt, nächstes Wochenende, also nicht jetzt am kommenden dritten Samstag, sondern am 10. März würden wir uns treffen und ich konnte ergänzen in Essen beim Podcamp. Judith, was weißt du denn über das Podcamp? Ich weiß, dass ich noch nie da war. Okay. Ja, ich weiß, dass es in Essen ist. Ich weiß, dass ein Podcast-Preis verliehen wird, für den man in der Vergangenheit reichhaltig in verschiedensten Kategorien hat abstimmen können. Ich weiß, dass es möglicherweise irgendwelche Workshops geben kann, wird, soll. Und ich weiß jetzt nicht, ob ich das alles richtig weiß. Also das klang sehr korrekt, finde ich. Also man weiß tatsächlich so ganz, ganz, ganz viel. Ich habe aus der Vergangenheit schon verstanden, dass es eben auch dieses Workshop-Charakter haben soll, aber eben auch so ein bisschen Rahmenprogramm abends und insbesondere an dem Samstagabend wird eben der Podcastpreis verliehen, der in vier Kategorien vergeben wird, in der Kategorie Bildung, Unterhaltung, sonstiges Sport und Technik. Und man konnte bis zum 15.02. abstimmen über Podcast-Angebote, die man vorher hat quasi nominieren müssen. Also es ist ein reines Publikumsding, eine reine Publikumsabstimmung. Der Organisator Thorsten Runte und sein Team versteht sich wohl nur als Koordinator, Sammler, nicht selber als inhaltlich sortierend. Und am 15.02. endete die Sammlung der eingegebenen Stimmen. Ich habe heute mal auf die Webseite geguckt und tatsächlich gibt es schon die ersten Informationen darüber, wie viele Leute denn oder wie viele Klicks denn da eingegangen sind, wie viele Leute teilgenommen haben, wobei vielleicht der eine oder andere auch zweimal geklickt haben mag. Da steht tatsächlich abgegebene gültige Stimmen für den Podcastpreis, ja, ist das dann 2017 oder 2018? Wahrscheinlich 2018. Abgegebene gültige Stimmen 30.242. Davon fallen unter die Kategorie Bildung 2.260. Für Unterhaltung 21.908. Sonstiges Sport sind 3.687. Und in die Kategorie Technik haben sich 2.387 Leute geklickt. Was das genau bedeutet und welche der dort nominierten Podcast-Angebote jetzt dann irgendwie preiswürdig sind und am Samstagabend einen Preis überreicht bekommen, das wird natürlich nicht verraten. Dafür muss man wahrscheinlich dahin gehen. Inzwischen geht die Webseite auch wieder. In den letzten Tagen war die irgendwie nicht so gut zu erreichen und vor einiger Zeit auch schon mal nicht. Also falls das jemand mal versucht hat und irgendwie beim 404 rausgekommen ist, das hat zumindest heute Morgen wieder funktioniert. Also wenn man sich mal informieren möchte, das lohnt sich jetzt wieder. Ich habe mal die wichtigsten Punkte herausgepickt aus dem da auch stehenden Plan. Es beginnt Samstagmorgen um 9 Uhr mit einem Frühstück. Und es endet am Sonntag um 14 Uhr mit einem Waffelessen. So, das ist das Wichtigste. Möchte einer von euch noch was ergänzen zum Podcamp? Es gibt ein Hörertreffen am Samstagabend. Ah, sehr gut, danke, ja. Ja. HörerInnen-Treffen. Weißt du, wie das organisiert ist? Müssen die Leute sich unten dann anmelden oder so? Ja, also man muss für dieses Unperfekthaus ganz normal Eintritt bezahlen, soweit ich weiß. Und ist bewegt sich dann frei im Haus und kommt dann einfach mit dazu bei diesem HörerInnen-Treffen. Das ist ja keine Teilnahme am Podcamp selber, an dem Barcamp und so weiter. Deswegen müssen sich HörerInnen dort auch nicht anmelden. Gut, einfach vorbeikommen. Der Lars wird da sein, ich werde da sein, Judith wird da sein, Sebastian, du nicht, ne? So habe ich jetzt noch nicht gehört. Ich schaffe es leider zeitlich nicht, ne? Ja. Also wer vielleicht hier unsere drei Nasen mal sehen möchte, hat da eine Gelegenheit. Wer weiß, vielleicht kommt Travis ja auch mal eben über den Atlantik gehopst, dann traue ich alles zu. und
kann nett werden. Das ist natürlich, hängt auch immer davon ab, wie viele Leute daherkommen und wie die Community sich halt entwickelt. Ich habe, muss ich zugeben, gemischte Erfahrungen mit dem Podcamp. Ich habe es auch schon, ich habe es positiv erlebt und auch mal nicht so ganz glücklich erlebt. Bin neugierig, was in diesem Jahr passiert und vor allen Dingen auch, was, wie diese Podcastpreise aufgenommen werden, die ja nun auch in Kategorien vergeben werden. Vielleicht gibt es dann auch so ein bisschen eine Erklärung, warum einzelne Angebote in genau diese Kategorie gelandet sind. In der letzten Folge von What's in Your Pants sind Tobi und Jörn ja auch wieder darüber gestolpert, warum sie in der Kategorie Sport und Sonstiges sind mit ihrem aufklärerischen gesellschaftspolitischen Podcast. Das wird sich wahrscheinlich dann auch aufklären an dem Abend. Okay, so, wir hatten vorhin auch noch über andere Veranstaltungen gesprochen. Wir hatten über den Kongress gesprochen, über Podstock, wir hatten über Subscribe, nein, wir hatten über den Podcast bei Podcamp gesprochen und jetzt reden wir ganz kurz über die Subscribe Nummer 10, die ja auch irgendwie ansteht. Bisher ist noch nichts Konkretes bekannt, es fangen aber die ersten Mutmaßungen im Sendegate an und Sebastian, magst du kurz erklären, was wir da gefunden haben? Achso, ja, da geht es einfach nur nochmal drum, wann das ungefähr stattfinden könnte. Also ein offizieller Termin ist noch nicht draußen, aber es deutet sich so Ende Mai an. Das Ganze wird wahrscheinlich in Berlin sein. Das ist schon, das hat zumindest Ralf schon mal dort in dem Thread angedeutet. Also insofern, damit hätte man schon mal jetzt eine grobe Einsortierung. Ich denke, denn der Rest wird sich in den nächsten Wochen definitiv manifestieren. Das ist allerdings dann überraschend, weil ich glaube, Judith, oder wer hat das gerade mitgebracht? Vorhin im Vorgespräch hatten wir darüber gesprochen, dass eigentlich, als wir in München waren, als nächster Zielort irgendwas in Westdeutschland genannt worden war, als ja, es wurden, liebsten, soweit ich weiß, wurden sich halt verschiedene Locations halt angeguckt und Optionen ausprobiert, aber da war halt auch noch nichts wirklich fest, wie das halt so dann ist, wenn man sich verschiedene Locations anguckt. Und ja, das scheint jetzt aber dann eher so laut Ralf dann eher Richtung Berlin jetzt wieder zu gehen. Ja. Zumindest jetzt für das Frühjahrsevent, wie das dann weitergeht im Jahr, Ende des Jahres, das wird man dann auch wieder sehen müssen, ob das dann wieder in München ist oder so, das steht ja auch noch nicht so ganz fest, das wird sich dann wahrscheinlich bei der Subscribe-Szene dann entsprechend wieder herausstellen. Ja, so die 10. ist ja auch irgendwie nochmal, das klingt dann nochmal irgendwie so besonders, ne? Subscribe so X. Jubiläums, ja, die Jubiläums-Subscribe, also irgendwie so ein bisschen schickimicki und Fanfaren wäre ja irgendwie angemessen. Ja, ist das 5. Podstock, müssen wir da auch jetzt ein Jubiläum machen? Oder macht man nur das beim 10.? Okay, da fängt es an. Ich bin absolut schlecht drin, was Jubiläen angeht. Wir können auch beim 7. und beim 14. oder Podstock ist ja, was du draus machst, wenn du sagst, heute ist. Wir machen jedes Mal Party und jedes Mal heftiger. Sehr gut. Gut, dann warten wir noch ab, bis sich dabei der Subscribe irgendwas konkretisiert. Wie gesagt, die ersten Menschen wollen gerne Urlaubsplanung machen und fragen natürlich nach, denn wenn das im Ende Mai ist und wir haben heute März, dann bleiben noch zwei, ja, wenn es Ende März ist, gerade mal drei, vielleicht drei Monate, aber ja, es wird dann langsam auch Zeit vielleicht, um was planen zu können, um was buchen zu können. Na gut, man steckt nicht drin, es ist ja sicherlich auch nicht einfach für die Organisatoren, du weißt es ja selber, du hast relativ zeitig deine Termine gesetzt, aber wenn das mal nicht funktioniert, dann stehst du halt da und alle gucken und dann kommst du trotzdem, wird trotzdem nicht schneller. Klar, es hätte jetzt zum Beispiel Ende Februar, also letztes Wochenende sich auch herausstellen können, alles unzuverlässig, können wir gar nicht machen und dann wäre jetzt auch für uns wieder die Suche losgegangen, ne? Richtig, dann den Termin zu halten und so weiter, das ist dann halt nicht einfach. Ne? Also wenn man halt eine Location hat und die dann sich doch nicht als lösbar oder annehmbar herausstellt, dann wird es natürlich wieder schwierig. Ne? Das ist ganz klar. Aber gut, ich bin da guter Dinge, auch bei der Subscribe, dass das jetzt sich bald dann sicherlich was Neues ergeben wird.
Gut, dann bleiben wir auch da positiv und optimistisch. Warum auch nicht? Da spricht ja nichts dagegen. Das sind jetzt Termine, die wir konkret immer wieder und immer wieder besprechen, weil es eben die großen Dickschiffe sind. Aber es gibt natürlich noch viele andere Sachen in unserem Blühkalender, also Veranstaltungen aus dem Podcastland. Und da gucken wir jetzt mal rein mit der Hilfe von Lars. So, was gibt es denn da, Lars? Ja, ich habe gerade einen Frosch im Holz. Ich hoffe, ich stehe das jetzt mal eben durch. Podcast-Termine. Bitte? Oder bist du Vegetarier? Ich sag schluck ihn runter oder bist du Vegetarier? Klammert. geht's? Sehr gut. Also hier die Podcast-Termine der nächsten 3 Monate, wie immer aus dem Termin-Wiki im Sendegate. Das Podcamp haben wir schon erwähnt, das ist dann übernächstes Wochenende am 10. und 11. März wieder im Unperfekthaus in Essen. Am Abend des 10. März gibt's das Hörertreffen und da hatte ich gerade auch noch mal eben was gefunden, was ich jetzt einfach hier noch mal eben dazwischen schmiere. Also die HörerInnen zahlen nur den Eintritt von 6,90 Euro inklusive aller nicht alkoholischen Getränke beim Unperfekthaus und sind dann ab Samstag, am Samstag ab 19 Uhr herzlich willkommen da. Einfach dazu zu kommen. Das ist also da die Idee mit dem HörerInnen-Treffen. Und wer sich noch ein bisschen mehr informieren möchte über die Veranstaltung unter podcamp.de, gibt es da mehr. Dann geht es um Radio- und Audio-Innovation. Da geht es um bei den Radio Days Europe in Wien. Die finden statt vom 18. bis zum 20. März. Es gibt eine Konferenz, eine Ausstellung und noch einiges mehr. Ob wir jetzt zur Zielgruppe gehören oder so, lasse ich hier mal außen vor. Die Ticketspreise sind nicht ganz ohne. Mich würde es im Nachhinein mal interessieren, ob jemand da war aus unseren Kreisen. Am 23. März geht es dann nach Augsburg. Da gibt es das 2. PodcasterInnen und HörerInnen-Treffen Augsburg. Das findet statt im Riegele Wirtshaus und fängt um 19 Uhr an. Dann geht es nach Frankreich und zwar in die Stadt Rennes in der Bretagne. Da wird das Podrennen stattfinden und zwar vom 31. März bis zum 1. April. Und das ist ein Treffen für neugierige Menschen, PodcasterInnen und HörerInnen. Und die sind dort eingeladen, sich zu treffen, Ideen auszutauschen und Innovationen zu entwickeln. Am 6. April geht es dann wieder ins Unperfekthaus nach Essen. Das ist wieder das Podcaster-Treffen Podruhe. Beginnt es um 19 Uhr. Unter podruhe.de gibt es hier die aktuellen Infos. Und der letzte Tag, der letzte Termin ist ein Tag über die 3 Monate hinaus. Ich nehme den aber trotzdem heute mit rein. Es geht um den Day of the Podcast. Den gibt es am 2. Juni und da wird den ganzen Tag live gepodcastet. Und dafür trifft man sich im Kiez FM Studio des Pangea Hauses in Berlin. Und da wird noch eine Technikerin für die Veranstaltung gesucht. Und wer sich da über alles informieren möchte, der oder die findet weitere Infos unter dayofthepodcast.de. Links, die ich jetzt nicht genannt habe, die gibt es im Terminwiki, die waren dann zum Vorlesen teilweise ein bisschen schräg. Also im Terminwiki kann man alles weitere finden und das Wiki ist natürlich weiterhin offen für weitere Einträge, die wir hier dann auch zukünftig mit verlesen können. Das wär's. Ganz herzlichen Dank. Das bringt uns dann zu den Setzlingen. So, diese Setzlinge sind, wo ist mein Disclaimer? Sind ein völlig da fehlt doch ein E. Ah, da ist es. Setzlinge, ich habe ein E gefunden. Setzlinge sind eine völlig subjektive und wertfreie Auswahl, willkürlich und überwiegend durch den Zufall bestimmt. Also mir ist dieser Disclaimer insofern wichtig, weil was wir hier nennen, das ist jetzt nicht besser hervorgehoben von anderen. Das ist mehr oder weniger zugelaufen, über den Weg gekrochen und das haben wir so mitbekommen oder eben auch empfohlen bekommen, dass wir das mal als Setzling nennen. Und das betrifft hier gleich den ersten, nämlich das ist ein Hinweis von Ludger, der uns über Twitter erreichte.
Der fragte an, ob wir den Endlich-Podcast schon mal bei den Setzlingen hatten. Wenn nein, würde ich den dort gern mal hören. Ja, lieber Ludger, das soll passieren. Und ich habe nochmal nachgelesen, in diesem Podcast reden die Susanne Bott und Kraftikus, und habe ich die korrekten Namen nicht, also zwei Frauen reden jedenfalls über den Tod. Jeden Monat einem Gast, ernst, traurig, manchmal lustig, wie übers Leben eben auch. Bisher gibt es 4 Episoden und wie sich die beiden anhören, da haben wir mal hier einen kleinen Ausschnitt von 2 Minuten vorbereitet. Endlich, wir reden über den Tod. Guten Tag, das ist endlich unsere allererste Sendung und ihr seid auch dabei. Das ist schön. Wir sind Caro, das bin ich, und Susanne, das bin ich. Und wir reden hier eine Dreiviertelstunde lang über den Tod. Zuerst alleine und nachher auch noch mit einem Gast. Heute haben wir Lea Streisand eingeladen. Yay! Dazu erzählen wir euch später was. Genau. So, und jetzt aber erstmal dazu, warum wir hier eigentlich sind. Und wer wir sind. Mhm. Willst du anfangen, Caro? Ja, ich fange mal an. Also ich habe, wie viele Leute, die sich irgendwie mit dem Tod beschäftigen, eine persönliche Geschichte dazu, die mich zu diesem Thema gebracht hat und wo ich nicht so richtig drum rum kam, mich damit zu beschäftigen. Das war der Tod meines Ex-Freundes, der sich das Leben genommen hat. Und das hat mich ziemlich aus der Bahn geworfen. Und dann musste ich erstmal irgendwie klarkommen und habe angefangen, mich extrem mit dem Thema Tod, Sterben und Trauer auseinanderzusetzen. Und habe festgestellt, dass das ein Thema ist, was mich extrem interessiert, was mich extrem berührt und wo ich irgendwie weitermachen will. Ich finde es auch ehrlich gesagt ein bisschen komisch. Ich weiß nicht, wie das dir geht, Susanne, dass ich mich, bevor das passiert ist, noch nie so richtig mit dem Thema auseinandergesetzt habe. Weil es ist ja schon was, was uns alle irgendwie angeht. Und ich bin 35 geworden, ohne mich so richtig mal damit zu beschäftigen, dass wir eigentlich alle sterben. Ja, Caro, das ist, wenn alle sterben. Das ist übrigens auch das Thema unserer Sendung, der Titel unserer Sendung. Das Thema lautet Tabu Tod. Warum ist überhaupt der Tod so ein Tabu? Und was wollen wir daran ändern mit unserem Podcast vielleicht? Es ist nämlich der Start der Weltrevolution hier, falls ihr das nicht gemerkt habt. Also, was man deutlich hört, ist, es wird auch gelacht. Es war so Caro und Susanne und das ist der Endlich-Podcast. Die URL ist endlich.cc. Ich habe auch mal einen Browser benutzt, der hat mir verboten, diese URL aufzurufen. Ich habe keine Ahnung, auf welcher Blacklist die steht. Also wenn es da Probleme geben sollte, irgendwie bei euch, ich hatte die auch. Aber wenn man einen anderen Browser oder einen anderen Kanal, dann eine andere Zugriffsmöglichkeit benutzt, dann kommt man natürlich auch dahin. So, also Dankeschön auch an Ludger für die Zusendung, der Liebeskönig auf Twitter. Das hat natürlich auch wieder hier geholfen. Über 2 verschiedene Kanäle. Ach nee. Ah, den nächsten, den haben der Lars und ich, glaube ich, parallel gefunden. Lars, magst du den vorstellen? Das Sendling? Nee, da kriegst du wahrscheinlich was durcheinander. Ich kenne ihn nicht. Oh, habe ich das mit dem danach folgenden verwechselt? Na, egal. Ich glaube, das war schon letztes Mal. Habe ich was verwechselt? Na gut, na ja, mein Gott, so kennt ihr mich, hoffentlich. Das ist auch wieder ein Vorschlag von einem Hörer oder einem Podcaster, nämlich von Jörn, der Schasen, den wir ja unter meine URL ist länger als deine kennen, oder den Jörn Schas feinem Podcast oder What's in Your Pants oder High Alarm oder Nord-Süd-Gefälle. Also der Mann ist gut zu hören. Der hat uns was vorgeschlagen, nämlich den Anno...Podcast vielleicht mal als Setzling zu nennen. Der hat uns einen Link weitergefügt, wo drin steht, am 21., also nächsten Mittwoch, das war zu dem Zeitpunkt so, wird die neue Folge veröffentlicht. Ich bin schwer begeistert. Diesmal geht es ins Jahr 1938. Das ist dann die 2. Episode. Wir hören jetzt mal einen kleinen Ausschnitt aus der 1. Episode. Hallo und herzlich willkommen zu Anno...
dem Podcast über aktuelle Forschung aus der Geschichtswissenschaft. Mein Name ist Philipp Jansen und ich begrüße alle zur ersten Folge. Wir wollen heute gleich mit einem der umstrittensten Themen der Zeitgeschichte beginnen, und zwar mit der Waffen-SS. Konkreter mit ihrer Selbstdarstellung und Darstellung, die die Bewertung der Waffen-SS bis in die Gegenwart hinein beeinflusst. Dazu begrüße ich meinen Gast Jochen Lehnert. Schönen guten Tag. Hallo. Können Sie zu Beginn, bevor wir in Ihr Projekt starten, kurz noch was zu sich sagen, wie Ihr akademischer Werdegang ist? Ich bin Jochen Lehnert, wie gesagt. Ich bin promoviert in Geschichtswissenschaften, mittlere neue Geschichte in Mainz habe ich studiert. Und das Thema meiner Promotion war die Waffen-SS in der NS-Propaganda, das jetzt halt im Schöning Verlag erschienen ist, das Buch unter dem Titel Die Waffen-SS, Geburt einer Legende. Seitdem ich promoviert bin, arbeite ich für die Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem und suche dort Akten über Juden und ihre Hinterlassenschaft, also in der Zeit ihrer Verfolgung. Mhm. Daneben bin ich noch in der politischen Bildung tätig. Wollen wir dann gleich den harten Cut zu der Waffen-SS machen? Was ist die Waffen-SS überhaupt? Die Waffen-SS ist der militärische Arm der SS. Das ist also etwas anderes als die Wehr, als das Heer. Nicht, es ist Teil der Wehrmacht, aber es ist nicht das Heer. Das ist damit begründet, dass die SS eine spezielle ideologische Bedeutung hat. Die SS schützt den NS-Staat nach innen, aber auch nach außen. Deswegen gab es im Inneren halt die Konzentrationslager, die Verfolgung der politischen Gegner. Nach außen sollte das die SS aber auch die Bewegung oder den Nationalsozialismus vor den ihren Feinden schützen. Und das konnte sie nur, wenn sie auch an der Front tätig waren, also den äußeren Feind bekämpft hat. So, das war also der Anno.Punkt-Podcast. Und der heißt auch tatsächlich Anno-Punkt, also dreimal das Wort Punkt direkt hintereinander geschrieben, .de, anno-punkt.de. Also ein Geschichtspodcast. Der Vorschlag kam von Jörn und an den geht hier unser spezieller Dank. Dann habe ich noch einen aufgegriffen, nein, der ist uns auch zugetragen worden. Ah, das klappt ja wirklich richtig gut. Und zwar ist das ein Hinweis vom Klaus Backhaus. Der schrieb uns auch über Twitter an, jede Woche prallen zwei Typen aus zwei Welten aufeinander. Peter und Thorsten behandeln verständlich Themen rund um die Landwirtschaft. Das ist jetzt mal wieder was ganz anderes, zeigt aber auch die bunte Vielfalt des Podcastlandes. Es ist auch eher ein Setzling als ein Steckling als ein Setzling, weil es schon 33 Episoden gibt. Never heard of. Aber wir hören einfach mal rein, wie sie angefangen haben. Also ein kurzer Ausschnitt aus Folge 1. So, da wären wir mit unserem Podcast-Projekt Farmcast mit Peter und Thorsten. Ja. Und wer wir sind, das wollen wir heute mal für euch klarstellen, damit ihr wisst, wer hinter den Mikros hockt. Genau, im Endeffekt sind wir eigentlich zwei ganz normale Typen, die aus zwei ganz verschiedenen Welten kommen und jetzt denken, sie machen einfach mal zusammen irgendwie einen interessanten Talk über die Landwirtschaft. Genau, die Frage ist nur, welche Welten befinden sich hier? Und da fange ich mal mit dem Peter an. Und zwar, der Peter, du kommst ja aus der Landwirtschaft und bist Agrarbetriebswirt, ne? Ja, genau. Ja, und was macht man da so? Oder was ist es? Nach meiner jahrzehntelangen schulischen Ausbildung bin ich jetzt daheim auf dem eigenen landwirtschaftlichen Betrieb tätig, in Vollzeit. Ja, cool. Genau, ja, und die andere Seite, die nicht aus der Landwirtschaft kommt, die verkörperst ja im Endeffekt jetzt du. Und du kommst eigentlich ganz woanders her. Ja, aus der Medienbranche. Und zwar mein Schwerpunkt liegt mittlerweile hauptsächlich beim CGI, 3D, 2D-Animation, Videoschnitt und Kamera. Ah ja, ja, das ist ja auch interessant, was du so treibst. Ja, ne? Ja, genau. Genau, ja, dann zum Farmcast. Genau. Wir, der Farmcast soll einfach auch mal die Landwirtschaft darstellen, auf der einen Seite, wie sie ist, wie sie funktioniert und wieder zurück das Bild der Gesellschaft wieder zeigen, was hier eigentlich abgeht. Genau, alles so ein bisschen aus anderen Perspektiven beleuchten,
nicht nur aus der landwirtschaftlichen Sicht, sondern natürlich auch aus der Sicht der Verbraucher, die natürlich mit den Produkten sozusagen das Endprodukt in der Hand halten, ne? Genau. Genau, damit endet das der Ausschnitt vom Farmcast. Der ist dann unter der URL farmcast.de zu erreichen. Das Cast natürlich mit C, weil es ja vom Broadcasten kommt, und die Farm mit F, weil es ja nicht von der Pharmaindustrie kommt, sondern eben vom Farming. Wie gesagt, Peter und Thorsten, Themen rund um die Landwirtschaft. Und der Dank für den Hinweis geht an Klaus Backhaus. Dankeschön, Klaus. Damit sind wir mit unseren Setzlingen dann auch durch und wir kommen zu der Rubrik Blütenschätze, die ja doch eher so eine persönliche Auswahl darstellen. Da bin ich mal gespannt. So, die Vögelchen haben uns wahrscheinlich alle wieder die Ohren durchgepustet. Was haben wir denn an Blütenschätzen? Also, ich fange mal an mit einem Geständnis, ich habe keinen eigenen. Das Wochenende war zu turbulent und die Tage danach waren auch nicht ganz ohne, sagen wir mal, Belastungen. Ich habe einfach nichts mehr gefunden. Ich werde einfach die Zuschrift von Gregor als meinen Blütenschatz verkaufen, aber das dazu gleich. Hat einer von euch, ich frage mal den Lars, Lars, hast du einen Blütenschatz mitgebracht? Nee, ich hatte ja recht ähnliche Erlebnisse, was das Potstock-Orga-Warm-Up und die darauffolgenden Tage angeht. Und ich habe diesmal Mut zu keinem Blütenschatz. Genau, das Potstock-Orga-Cooldown war ja nun auch eher, war auch zeitraubend, sagen wir es mal so. Sebastian, hast du was mitgebracht? Wahrscheinlich ja auch nicht, ne? Als Superorganisator und Chef vom Ganzen wirst du wahrscheinlich auch eher keine Zeit gehabt haben. Ich würde einfach das, was wir an die Sendung hinten dranhängen, mal als meinen Blütenschatz nennen. Also dieses einmal mit Profis quasi haben wir es mal genannt. Also was wir gleich dran schneiden, das wäre so mein Blütenschatz. Und natürlich das gesamte Wochenende, ja. Super, ja, das ist natürlich sehr klug, sehr, sehr klug. Ich habe der Judith vorhin gesagt, sie dürfe einen Blütenschatz gerne mitbringen. Ich bin mal gespannt, ob sie was gefunden hat. Judith, hast du was? Ich habe es vorher im Vorgespräch ja auch gesagt, ich war da heute jetzt irgendwie leidlich unkreativ. Macht ja nichts. Wir haben ja den Mut zu keinem Blütenschatz oder zu keinem Highlight, so wie es früher hieß. Heute heißt es Mut zu keinem Blütenschatz. Aber wir haben ja Hörerinnen und Hörer, die uns was zuschicken. Und zwar, ganz am Anfang hatte ich ja bei der neuen Ernte gesagt, wir haben eine Zuschrift bekommen von Gregor aus Österreich. Der hat uns einen Blütenschatz in eigener Sache geschrieben. Und zwar hat er so formuliert. Hallo liebes Sendegartenteam. Schamloser geht es nicht. Aber schon während der Aufnahme dachte ich mir, wäre es nicht mein eigener Podcast, es wäre der ideale Blütenschatz. Ich hatte in meinem Personal-Podcast Vierte Wand eine Wissenschaftsjournalistin des ORF zu Gast und sie erzählt, als dort einmal im großen Funkhaus in Wien direkt während Nobelpreisverleihung der Strom ausfiel. Man hört auch gleich meine Reaktion über diese im wahrsten Sinne des Wortes unglaubliche Geschichte. Und dann hat er noch eine Zeitmarke angegeben. Liebe Grüße und macht weiter so, Gregor. Der Gregor macht den Podcast Die Vierte Wand oder Vierte Wand heißt er genau, ist auch unter viertewand.com erreichbar und hat eine Selbstbeschreibung dazu geschrieben. Ich bin Theaterpädagoge und außerdem an allerlei Nerdkram interessiert. Im Podcast erzähle ich von Dingen, die ich in meinem Berufsalltag erlebe und die mich beschäftigen. Und der Gregor schenkt uns sozusagen diesmal auch ein ganz klein bisschen längeren Blütenschatz. Naja, und dann halt so schnell wie möglich arbeiten und hoffen, dass ich mich nicht verspreche. Ich hoffe, dass der Computer nicht abstürzt, dass wir keinen Stromausfall haben, etc., etc., weil das alles passiert. Ja? Also das ist sehr energetisch. Man fühlt sich dann aber danach gut, weil man hat dann wirklich was geleistet. Ja? Man kann dann relaxed in die Mittagspause gehen, meistens. Ja? Außer es ist eine Geschichte, die gleich wieder eine Nachfolgegeschichte erfordert, aber das ist jetzt in meinem Bereich nicht so oft der Fall. Der ORF hat kein Notstromaggregat? Ja, weil es springt nicht immer an. Nein,
Ja, also ich glaube, dass das im großen ORF-Zentrum am Königlberg deutlich besser funktioniert. Aber bei aller Liebe zum Funkhaus, man muss sagen, es ist in die Jahre gekommen und in dem Trakt, wo ich sitze, ja, es ist anders für das News Center, die haben nie einen Stromausfall, also die sind besser abgesichert, aber ich sitze an so einem Nebengang und bei uns fällt es im Sommer, wenn die Leute die Klimaanlagen einschalten. Ja. Schöne Geschichte, da hat's das ist nämlich etwas, ich finde das jetzt lustig, wir haben es damals nicht lustig gefunden. Kann ich mir vorstellen. Ja, das war Nobelpreisverleihung. Ja. Nobelpreisverleihung läuft immer gleich ab, dass die Nobelpreise verlautbart werden. Der Medizin-Nobelpreis, Gott sei Dank, meistens um 11.30 Uhr ja, in Schweden. Dann hat man die Verlautbarung and the winner is, so ungefähr. Ja. Und dann kann man schon, da muss man mal erst feststellen, wer ist denn das überhaupt? Ja. Keine Ahnung, man hat immer die Spekulationen, wer Nobelpreisträger wird, wissen tut man es nie. Es wird immer wer andere. Dann recherchiert man mal, wer das ist, dann schneidet man aus dem Mitschnitt was heraus. Das ist irrsinnig knapp, ja, weil man kennt die Leute wirklich nicht. Ja, da muss man das rausschneiden, da muss man das übersetzen. Ist ja nicht auf Deutsch, ja, ist auf Englisch und auf Schwedisch. Dann hat man das alles irgendwie fast fertig. Da muss man noch erklären, um was es geht, auf Deutsch. Ja, das ist bei der Medizin für mich verhältnismäßig einfach, aber wenn es dann zum Chemie- und zum Physik-Nobelpreis sind, die nicht um 11.30 Uhr, sondern um 11.45 Uhr präsentiert werden, wird es noch ein bisschen schwieriger. Und dann hast du einen Stromausfall um 11.59 Uhr. So geschehen. Ja? Die Geschichte läuft dann natürlich nicht um Punkt 12, sondern erst um 12.45 Uhr ja? Ja. Im Journal, aber da geht es da echt anders, weil die Geschichte kannst du nicht haben. Ja. Ja? Es gibt Geschichten, wo der Zuhörer nicht weiß, dass die Geschichte nicht gekommen ist, weil er nicht weiß, dass die Geschichte geplant war. Ja? Ja. Aber man weiß, wann Nobelpreise vergeben werden. Und wenn du dann da noch einen lustigen Stromausfall hast. Ja, kann man sich vorstellen, dass das keine lustige Situation ist. Vielen Dank, Gregor, für diese Zusendung. Also viertewand.com und das war ein Ausschnitt aus der Folge 24 und ich freue mich zu lesen im Chat, dass dieser charmante Dialekt sehr gut angekommen ist bei den Hörerinnen, die sich oder Hörern, die sich hier zu Worte gemeldet haben. Meine Lieben, damit sind wir bis auf den Abspann oder den Nachspann sozusagen, den uns der Sebastian aus Blütenschatz mitgebracht hat, fertig. Und ich möchte ganz herzlich danken allen Zuhörerinnen und Zuhörern, die uns bis hierhin begleitet haben, entweder live oder in der Konserve, entweder in der uns von uns vorgeschlagenen linearen Abfolge oder in einer wie auch immer selbstgestalteten Darreichungsform. Macht damit, was euch gut tut. Das ist wichtig. Habt Freude dran oder lasst es ganz sein. Es ist auch egal. Niemand muss das hier hören. Wir haben Spaß am Machen und finden es gut, die Community auf diese Art und Weise an diesem virtuellen Lagerfeuer irgendwie zusammenzuhalten. Aber es ist auch nur eine kleine ja, Zutat zu dem ganzen Großen. Dankeschön eben auch an die Chatterinnen und Chatter. Hier war ein bisschen was los. Gerade Travis hat da ordentlich aufgewirbelt. Ich konnte gar nicht jeden Tweet lesen. Ganz, ganz herzliche Grüße herüber über den Teich nach Kalifornien. Und es wäre ganz klasse, dich bei Podstock zu sehen. Also das wäre wirklich ein Ding, wenn wir uns da die Händchen schütteln und ich bin sicher, wir werden dir auch warme Kleidung mitbringen, damit du dann, sollte es kühl werden, nicht frieren musst. Bedanken möchte ich mich aber auch ganz herzlich hier bei den Mitgärtnern, dem etwas angeschlagenen Lars, dass er durchgehalten hat. Ganz herzlichen Dank, lieber Lars. War wie immer eine Freude. Und natürlich auch dick Daumen drücken, dass die Gesundheit wieder vollständig hergestellt werden wird in kürzester Zeit. Danken möchte ich für den Tag heute und für das letzte Wochenende, für die Organisation und dieses ganze Zusammenhalten dieser vielen, vielen Ideen dem Sebastian. Dankeschön dir. Sehr gerne. Und natürlich unserer Gästin auf der Gartenbank, die uns auch so schön erzählt hat von ihren Projekten und auch miterlebt aus der Augenzeuginnenperspektive miterlebt hat, wie das da am Wochenende abgelaufen ist. Der Judith, der Meet Judith auf Twitter. Judith, ganz, ganz herzlichen Dank. Es war mir eine große Freude. Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Prima.
Ja, dann bleibt uns nicht viel anderes übrig. Machen wir es kurz und schmerzlos. Rufen wir einfach ein dreifach kräftiges Tschüss in die Runde. Tschüss. 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 Lasst mich ruhig hängen. Tschüss. Und jetzt folgt der Blütenschatz von Sebastian, die Pre-Show zur Podstock-Orga-Warm-Up-Runde. Die Aufnahme kann man dann unter podstock.de in dem Podcast-Feed hören, aber das ist der geheime Pre-Show. So. H6 ist nicht schlecht dauern, ne? Für den H6 habe ich tatsächlich mir überlegt, ob ich eine Auftragsproduktion sein lasse von dem Geld. Leute, wir brauchen noch ein paar Leute, die sich hier mit hinsetzen und Podcast. Scheiß auf, ich habe das gespart, hau ich das halt auf den Kopf. Ist doch deine Zeit. Ja, eben. War nicht falsch. Ist es egal, welches man aufsetzt? Soll ich mich da jetzt auch mit einem wunderschönen Sunday Morning... Ja, mach doch. So. Es knistert nichts. Nee, alles gut. Kai, willst du auch ein Headset? Trinken. Musst du als erster gehen? Nee, ich muss nicht als erster ans Mikrofon. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Spielst du uns denn einen Intro-Akkord, Martin? Ja. Spielst du uns einen Intro-Akkord? Nee, nee, das machen wir wie ein Zorschied, das singst du dann wieder. Ihr habt doch die Musik. Ich singe das. Also, eins, zwei und drei, vier, fünf, sechs, for the longest time. Wir können meinen Kram da drüben auch noch wegtun. Also da kann kriegt vielleicht noch jemand hin. Hier kann auch noch jemand her. Wir haben nur noch ein Headset, oder? Wir haben sogar noch ein zweites. Ja. Ralf oder Udo? Oh, den müssen wir noch üben. So, und für Kommentare haben wir noch die... Für freie Kommentare. Für freie Kommentare. Mensch, das ist ja wie Podcast. Magst du dich einfach da hinsetzen, haust mein Zeug irgendwo weg? Oh, ich höre eure Stimmen direkt. Eigentlich müssten wir das so lange immer da zum Kamin halten. Genau, ja. Komm, dann nehme ich das. Meinst du, das wird zu warm. Such mal eine Position, wo es nicht abfällt. Hallo, hört ihr mich? Ja. Ich höre mich doch jetzt. Ach, irgendwas hat geknackt bei euch auch? What was it? Ja. Das war, glaube ich, der... Danke. Können wir das lokalisieren? So, was wolltest du für eine Mate? Wo? Die liegt da drüben unter meiner Jacke. Hallo. Hi. Habt ihr das hier? Also hier da. Becky, das zweite Mal. Wir schon wieder. Mein Gott. Aber ganz ohne Mate und grünen Schnaps. Das stimmt und ich bin so froh drum. Never change a winning team. So, soll ich schon mal in diese Pre-Show gehen? Ja. Kommt. Heißt das, wir sind dann live? Wir sind live. Wir sind wahrscheinlich eh schon live. Wo ist das rote Licht? Ja, aber noch nicht... Also kann ich twittern, dass wir jetzt live sind? Wir sind jetzt live, ja. Live is live. Es hören auch schon 13 Personen zu. Wie bitte? Hey. Geht der Counter etwa? Ja, hier geht der Counter. Ich weiß nicht, was bei dir schief läuft, aber hier geht der bei Counter. Bei mir läuft so viel jetzt schief. Jetzt sind wir nur noch auf 7. Also er springt zumindest. Ja. Hallo, wer hört uns denn jetzt schon? Deine Schwestern zum Beispiel. Schreibt mal, wer alles hört zu Becky. Also erstmal gehen wir ja in den Chat, der nicht aktiv ist. Habe ich keinen Chat aktiv? Ja, das kann sein. Wollen Sie die vierte Frau reinholen? Warte mal, wenn ich den jetzt aktualisiere, dann ist natürlich der Stream kurz weg. Ja, ich mach mal einen Chat an hier. Chat. Ihr müsst nochmal neu laden. Wir machen über dieses Pod live, ne? Mhm. Oh ja, da ist dann sollte ich mich mir auch in diesen Chat einloggen, wa? Oh, so. Mach einfach mal. Leute, geh mal ist der Chat in der Podlife-App auch oder muss ich dafür auf die Webseite? Du kommst aus der Podlife-App auch auf die Webseite. Aha. Also einfach den Link klicken, der gerade getwittert wurde. Webseite. Ich klicke einfach auf Podstock. Nee, ist falsch. stream.studio-link.de/podstock2018. Und der ist nicht in der Dings verlinkt, in der App? Doch, in der App müsste der auch verlinkt sein, aber die aktualisiert sich nur alle
Ein paar Minuten. Obwohl, das müsste eigentlich schon. Achso, nee, gerade habe ich ihn erst aktiviert, deswegen ist der Chat da noch nicht. Achso, bist du über. Welchen Chat hast du denn da jetzt drin? Den Standard-Chat? Den Standard-Chat. Der Sofa-Reporter schreibt schon Moin. Ja. Gut, dann gucke ich mal auf Twitter. Warum ist denn das Sendezentrum da aktiv? Das war ich. Achso. Ich habe mich hier mit dem falschen Twitter-Account angemeldet. Oh, 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 oh. Das ist ja schlecht. Das war gerade. Upsi! Ich war's. Hat niemand mitbekommen. Wo ist denn der Link? Na, beim Twitter-Account von Podstock. So, jetzt bin doch ich, oder? Aber jetzt ist das Sendezentrum da immer noch. Wie kriege ich denn das jetzt da wieder raus? Wer ist das denn? Frag mal Becky, die kennt sich aus mit Twitter. Silverreporter. Scheiße, was mache ich denn? Dieser Chat, ich verstehe den auch einfach nicht. Hallo? Ja. Was aber passiert, ich wenn ich ja so mache? Ja, was ist dann? Ja, aber wir reden doch mit dir. Weiß ich nicht. Ist ja auch still im Studio hier. Hast du dich gerade selbst gemutet? Ich habe keine Ahnung. Und wo ist jetzt der Chat? Open Chat in Separate Window. Vielleicht klicke ich das ja, mal. Ja, genau. Und dann kriegst du deinen Namen ein und dann sagst du Dinge. 16 Hörer. Uiuiui. HörerInnen meine ich. Nein, echt? Vorbildlich. Udo. Habt ihr ja nichts Besseres ja, zu auch tun an einem fröhlichen. Haben wir eigentlich unseren Jingle für das den ist wahrscheinlich ganz Norddeutschland. Ja, schneid es für den Start gleich. Den Jingle muss ich nachher. Also ich habe mir sagen lassen, man schneidet Jingles immer noch. Ach so, hast du dir sagen lassen? Was? Nein, das mache ich nie. Nein. Sebastian, du kannst das. Ich glaube an dich. Nee, ich habe den hier nicht drauf. Also. Aber der ist doch auf einer bestimmten Webseite, ist der doch. Die ja, aber ich kann den jetzt nicht rein. Dir wird aus dem Live-Chat gefragt, wie man in den Chat kommt. Über Twitter. Ist Stefan bei euch auch ein bisschen leiser als alle anderen? Ich hallo, 1, nein, 2, 3, es ja ist weggegangen. Du könntest mal dein Mikrofon in Richtung Mund drehen. Das steht im Moment in Richtung Hals. Ja. Vielleicht Brust hilft das schon. 1, 2, 3. Oh, ja. Da ist er ja. Da spreche ich auch. Bin ich nicht schon laut genug, Leute? Einmal getroffen. Ja, warte. Dreh mal ein bisschen weg von Becky. Alles wie immer. So. Was war das? Sein hier. Hier. Dampfquatsch. Das sind Menschen, die hören Stimmen. Du hast gesagt, das ist Pre-Show. Ja. Dann darf ich das noch. Und zu Hause hätte ich jetzt so eine Wo Mute-Taste. Tippt man denn jetzt hier? Geh mal auf offene Chat in neuem Fenster. Ja, habe ich. Jetzt habe ich das. Und jetzt? Ja, ist doch gut. Jetzt musst du dich anmelden. Du bist schon drin. Schon. Bin ich schon drin? Das war ja einfach. Oh, gut. Und nun? Das war jetzt genug. Ja, ich denke, jetzt fangen wir einfach mal an, oder? Ja, let's do it. Ja, dann bin ich jetzt auch auf live. Ah, wer knipst denn da?